Katsching. Zack. We are live. Oh ja. Und back in business. Das weiß ich nicht. Naja, gut, zumindest ist es ein bisschen. Mal gucken, ob mein Typ wieder mit mir quatschen will. Und dafür könnten wir gleich erstmal eine Runde pennen. Dann wird er das wahrscheinlich machen. Yep. Ich habe ein großes Haus. Der soll sich nicht so anstellen. Oh, wir können erst in ein paar Minuten schlafen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Und wie hat dir gestern Planet Crafter gefallen? Ich habe es nur relativ kurz gespielt, weil ich so todmüde war von der Arbeit gestern. Ey, ohne Scheiß, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Das ist wirklich anstrengend. Ja. Und auch, dass ich kontinuierlich durchgängig was zu tun habe. Das war nicht immer so zwingend. Und jetzt arbeite ich halt tatsächlich. Und das macht meinen Kopf gerade noch so ein bisschen kaputt. Ja. Kann ich verstehen. Ich habe dasselbe Problem. Aber heute brennen meine Augen zumindest nicht so wie am Dienstag. Dienstag war ganz furchtbar. Da habe ich wirklich gleich gedacht, es gibt gleich einen lauten Knall, dann knallt mein Kopf auf den Tisch und dann schlafe ich einfach. Vorbildlicher Hausmann, der fegt jeden Morgen in seine Hütte. Willst du nicht bei mir einziehen? See you soon. Yes! Glückwunsch. Viele Momente vorgestellt, aber nie gewagt, es selbst zu fragen. Du Blödmann, hast mich immer abgelehnt. Das ist es und nichts anderes. Ich glaube, ich bin taub. Ich bin die ganze Zeit gemutet. Ist das dumm? Wieder. Was machst du denn da? Jedes Mal passiert mir das, wenn ich direkt reinstarte, dass ich noch gemutet bin. Ist das dumm? So, ah. jetzt sehe ich wieder. So, jetzt können wir direkt hier Romantik hier. Ich möchte gerne ein Baby und dann kannst du nach 19 Uhr, ja genau. Ein Traum. Ah, oh, okay. So. Nun auch hallo Chat mit stimmlichem Hintergrund. So, wir müssen sehr viel produzieren und wir müssen sehr viel bauen. Ja. Ich habe mir Geld haben? Ein paar Gedanken gemacht. Einen zweiten Grabungsschuppen bauen. Ja. Der einfach nur Kalk macht. Weil wir haben irgendwie ein paar Dorfbewohner, die... Oh, nach dem Heiraten sind die nichts mehr zugeordnet. Okay. Doch, die ziehen bei dir ein. Nee, jobtechnisch. Oh. Nee, doch sind. Aber du hattest Butzi keinen Job zugewiesen. Das ist richtig, weil ich nicht wollte, dass der davonläuft, wenn ich mit dem quatschen will. Okay. Aber Wilburga hat keinen Job. Und Modliboga hat auch keinen Job. Ich glaube, Wilburga hatten wir für den Eselstall, oder? Das kann gut sein. Oh, wir haben viel zu viel Brennholz. Ich habe das viel zu hoch eingestellt, ne? Wir haben 1400 Brennholz übrig. The fuck? Wobei wir aktuell auch die Steine nicht mehr brauchen. Sonst würde ich die Steine vielleicht erstmal ganz rausnehmen. Beziehungsweise so auf 10% reduzieren und 90% Kalkstein machen. Ja, wie viel? Ja, wir haben über 1000 Steine, ne? Nee, 700 irgendwas. Ah, okay. Ja, das trotzdem. Ja. Kein Werkzeug. Du willst mich wohl verarschen. Ja, will er. Dann muss ich, glaube ich, auch mal gucken, wie es bei der Mine ausschaut.
ob die auch kein Holz, keine Spitzhacken mehr haben, beziehungsweise ob es da gleich leer geht. Okay. Mach Platz. Dein Hund oder der Typ? Der Typ. Habe ich die nicht mitgenommen? Oh mein Gott, es geht schon gut los. Ich bin jetzt schon verplant und ich habe gerade erst angefangen. Leo. Es wird heute gut werden. Mach Platz. Spring ist, wenn du dich wie whistling, even with a shoe full of slush. Guck dann auch direkt, was der Holzfäller noch hat an Werkzeug. Nicht, dass er auch noch was Neues braucht. Ach ja. Das sollten wir auch automatisieren, dass sie das von alleine herstellen. Das würde ich aber... Ja, ist die Frage. Ob wir das mit Bronze oder mit Eisenwerkzeug... Ja, der hat keine Spitzhacke, keine Axt mehr. Ja, sauber. Ob wir das mit Bronze oder mit Eisen machen. So, die kriegen jetzt erstmal noch 2 Spitzhacken. Auf Platz. Oh, krass. So. Bronze-Axt. Könntest du gleich mal kurz schauen, was der Feldschuppen braucht? Ja. Kann sein, dass es nur Samen sind, aber... War denn nochmal der Feldschuppen? Bei der Scheune. Ach, okay. Ich habe bei den Feldern geguckt. Oh. Ja, da sollten wir auch noch einen zweiten hinmachen. Ja. Ja, ich kann da nicht reingucken, weil das Management... Ich in der Verwaltung bin. Ja, genau. Ja, ich beeil mich. Nur noch schnell den Winter anpassen und dann haben wir es. Also wir produzieren jetzt am Tag 54 Kalkstein. So, kannst reinschauen. Ja, das sollte ja reichen. Ich hoffe. Wo kann ich denn genau sehen, was dem fehlt? Wenn du mit der Maus, mit dem Mauszeiger über das rote Symbol, also dieses Säckchen-Symbol gehst, dann solltest du das sehen können. Da steht kein Material. Cool. Kein Material, das heißt, die werden, denen wird irgendwas... I should bring my relatives over. Maybe not Cousin Matthias, though. Ja. Säckchen, Sichel. Es kann sein, dass der Leinensamen fehlen. Ich guck mal eben, wie weit das Feld oben ausgesät ist. Ich glaube, daran wird es liegen. Ja. Müssen wir neue Leinensamen kaufen, wobei ich kein Geld mehr habe. Ich habe vielleicht alles ausgegeben. Warum?
weil ich total wichtige Dinge gekauft habe. Aber es kann auch sein, dass ich was in die Truhe gelegt habe. Das weiß ich nicht. Ja, wir haben keine Leinensamen. Wir haben Frühling. Wie kann das denn passieren? Wir brauchen Leinensamen. Dringend. Vor allem haben wir schon Mitte im Frühling. Nee, du hast nichts reingelegt. Gut. Dann nehme ich was zum Verkaufen mit. Geh nach Piers. Ich wollte gerade auch alles fertig machen fürs Verkaufen. Oh, okay, perfekt. Dann kannst du das auch machen. I'll wait. Können wir so prinzipiell schon Eisenwerkzeug herstellen? Von der Produktion her? Ja. Nein, lange noch nicht. Nun, okay. Dann bleiben wir erstmal bei Bronze. Mhm. Einer hatte geschrieben, die Trinkflaschen verbrauchen genauso viel Leder wie die. Ah, wer ist es gleich noch? Jetzt fällt mir die Sache nicht ein. Wie kleine Täschchen, aber die kleinen Täschchen kannst du viel besser verkaufen. Kleinen Täschchen sind aber nicht die kleinen Säckchen mit gemeint, oder? Nee, es gibt noch kleine Taschen. Also die Gürteltaschen. Sekunde. Oh, vier. Oh. Ja, ja. Die brauchen vier und einen Stock. Ja, der Stock ist wohl das geringste. Ja. Ja, weil die, die Trinkflaschen, die brauchen nur zwei Leder. Ja, hatte ich auch. Aber. Die Trinkflasche gibt 32, die lohnt sich mehr. Nee, gar nicht wahr, tut sie nicht. Aber das ist minimal der Unterschied. Mhm. Also, wir kriegen vielleicht 2, 3 Silber mehr. 4. Wow. 4 Silber. 6. Ja. Ich muss baden gehen. Yay. I'm stinking. Kennst du eigentlich eine gute Internetseite, womit man Schriftzüge erstellen kann? Was für Schriftzüge? Für ein Logo. Canva. Ja, okay. Weil mir fehlt beim React-Teil definitiv noch irgendwie etwas. I wonder when the new supplies are going to come. How do you do? So, die Frage ist jetzt natürlich, was wir noch bauen können. Beziehungsweise müssten mehr produzieren als bauen eigentlich. Ja. Ich meine, bauen brauchen wir auch, aber bei der Produktion, da haben wir halt noch relativ viel Freischaltpotenzial. Mhm. Wir brauchen Leinensamen, ne? Mhm. Und wie viel denn? Sekunde. Mhm. Flachs. Wann? Hey, da sind 40 schon ausgesät? Oh. 56. Ja, 56. Und wenn du noch Geld übrig hast, dann bräuchten wir auch noch 26 rote Beete-Samen. Oh. Das wäre ganz fantastisch toll, wenn du die auch noch mitbringen könntest. Mhm.
Have a nice day. Ja. Aber voll gut, wir haben schon voll viele Häuser fertig verputzt, ne? Ja. Wir sollten nur zusehen, dass wir auch die Schafe irgendwann mal freischalten, dass wir Wollgarn bekommen. Gut, dass wir ein so ein Riesenfeld haben. Gut oder schlecht? Das ist gut, weil okay. Dadurch leveln wir Landwirtschaft halt extrem. Wodurch wir dann schneller die Schafe freischalten und mit den Schafen können wir dann Wolgan produzieren. Okay, okay. Wutzi Wutzi darf hier in den in die Bauhütte. Brauche aber noch einen Hammer für. Oh, da kommt mein Essen nach Hause. AKA meine Freundin. Der wird nicht so viele Bronzehämmer brauchen, weil der ja nur repariert, wenn was kaputt ist, logischerweise. Ja. Deswegen kriegt er erstmal nur 2 Stück, das sollte ausreichen. Dann würde ich aber auch ganz gerne den Tonbewurf noch freischalten, weil die Bauhütte kann man zum Beispiel nicht upgraden, die bleibt die ganze Zeit aus diesen Stöcken. Es bringt, glaube ich, obwohl doch, wenn die Arbeitsstätten auch verputzt sind, sollte das doch theoretisch auch was bringen, oder nicht? Ja, hätte ich jetzt zumindest gedenkt. Oh. Dann haben wir gleich gedenkt. Okay. Ich brauche noch deine Meinung. Guck mal in den... Oh, davon habe ich viel. Oh. Guck mal in den Stream. Ja, bitte. Voll gut. So, und dann kann man noch den machen. Ja. Und wieder hinzufügen. Voll gut. Ja, und... Den Chat natürlich auch ausblenden. Was ich cool fand, oben rechts die Ecke, da hatte ich den, dieses Ding ins Kirchen hingesetzt. Ja. Ja. Und jetzt, ganz ehrlich, genau über den Kompass, da fehlt doch wirklich irgendwie so ein Schriftzug, oder? Ja. Okay, gut. Genau dafür wollte ich halt das fertig machen. Yes. Wir schalten gleich die Scheune Stufe 2 frei. Mhm. Ich glaube, das sollte vielleicht sogar klappen, wenn die jetzt anfängt, da die Samen auszuwerfen. Nice. Können wir Tonbewurf herstellen? Können wir nicht. Jetzt können wir Tonbewurf herstellen. Glück gehabt. Wieso?
Ich konnte gerade so alles an Ton und Strom mitnehmen, ohne dass ich überlastet bin. Ich glaube, ich bin genau 500 Gramm oder so unter dem, wo ich mich nicht mehr bewegen kann. Okay, nice. Hm. Ja gut, vielleicht habe ich vergessen, dass ich nicht nur einen, sondern 10 Tonbewurf rausbekomme. Oh. Jetzt habe ich 200. Oh. Egal. So, der Feldschuppen, den kann man auch nicht upgraden. Ich kann die Häuser auch mit Tonbewurf verputzen und nicht nur mit Kalkstein? Ach so, ja. Nee, das wird dann... Nee, ich war gerade bei den Steinhäusern, ich war doof. Oh. Ich habe falsch gedacht. So, die Stelle kann man auch nicht upgraden, da kann man auch Tonbewurf dann dran machen. Außerdem fühlen sich die Schweinchen dann vielleicht wohler. Mhm. Und produzieren mehr. Das wäre lustig, wenn das wirklich so wäre. So, die sind komplett verputzt. Ich glaube, ansonsten können wir alles upgraden. Der Rest macht keinen Sinn. Okay. Oh. So, mein Essen ist da. Juden. Danke. Ich hoffe, ich knister jetzt nicht allzu doll ins Mikrofon. Ach, das wird schon gehen. Das Gute ist, Discord ist, finde ich persönlich, relativ gut da drin, die Sachen rauszufiltern. Ja, auf jeden Fall. Also zumindest bei der Anfangserkennung. Wenn mein Hund bellt, Discord filtert das einfach komplett weg. Da hört man gar nichts. Okay, das ist wirklich nice. Ja. Aber der Stream ist halt ein bisschen empfindlicher. Ja. Das wird auf jeden Fall schief gehen. Ich werde auf jeden Fall klickern. Döner kann man halt wirklich nicht schön essen, ne? Deswegen esse ich auch nur Pommes-Döner. Hm.
Das ist genauso wie man außer die Mc's und Burger King Burger kann man auch keine Burger schön essen. Die sind dann immer so übertrieben fett und du musst sie mit Messer und Gabel kleinschneiden, dann zerfällt alles und wenn du selber reinbeißt, dann quillt auch alles raus. Mhm. Und wenn du nicht aufpasst, steckt in der Mitte noch ein Zahnstocher, den du nicht erkannt hast. Und dann wird's auch schön. Bitte sag mir, dass dir das nicht passiert ist. Warum hast du deine Kamera weggemacht? Was? Ich hab das gesehen. Warum hast du sie weggemacht? Ach, nur so. Ah, ja, klar. Mhm. Weißt du, was echt bitter ist? Ich kann schon nicht mehr. Was? Ich hab doch keinen Hunger mehr. Ich glaube, ich erst später weiter. Ich kann echt nicht mehr. Hm. Junge, Junge, Junge. So. Und wir könnten gleich mal nächtigen. Oh, schön, was Kühles zu trinken tut gut. Oh, das glaube ich. Oh, wie cool! Hm? Wie das cool das ausschaut! Ja, bis auf dass die. Guck dir rechts die NPCs an. Rechts? Genau die. Die sind eben gerade die ganze Zeit gegeneinander gelaufen. Oh. Ja, hier, das macht bei mir hier nur einer. Ja, bei mir sind alle. Oh, ich hab was vergessen. Hm? Warte. Lauf nicht weg, Norberta. Hey, Darling. Oh, ich hab noch was vergessen. Ich wollte mit meinem Typen pennen. Naja, egal. See you around. Pin. Yes. I want to pin you. So. Trau. Ich muss mal eben gucken, ob mir das Haus noch gehört, weil ich spawn immer unten in dem Haus, wo ich mich pennen gelegt habe. Oh. Mhm. Das ist schlecht. Hm. Doch, das gehört noch mir. Mit Wutzi Wutzi. Oh, na, Bertha ist auch schwanger. Perfekt. Hast du gut gemacht. Ach ja, stimmt. Das war ja letztens schon, ne? Direkt einen Braten in die Röhre geschoben. Selbstverständlich. Hm. Mein Hund spielt wieder mit meinen Füßen. Ist jetzt natürlich die Frage, ist das cool oder nicht so cool?
Es ist lustig. Sie stupst sie immer mit der Nase an. Ah, okay. Hi. Entschuldigung, das hat gekitzelt. gut, dass wir darüber gesprochen haben. Worüber? Genau. Das Ding ist, es lohnt sich halt für uns nicht noch so wahnsinnig viel mehr Häuser zu bauen, weil wir einfach gerade keine Dorfbewohner mehr brauchen. Ja. Also wir können aber jetzt... Aber wir müssen bauen. ...anfangen, Sachen zu verdoppeln. Ja. Also, dass man zum Beispiel sagt, wir setzen hier noch ein zweites Feld ran. Ja. Und bauen hier oben ein Dingsenschuppen. Ja, warte. Ich glaube, wir machen das. Ich würde, so, ich glaube, hier müsste, ist immer noch nicht. Hier ist der Baumstamm im Weg. Ja, ich, den wollte ich aber da behalten. Was ist denn jetzt hier? Okay, ich warte eins weit. Größenbeschränkung erreicht, willst du mich verarschen? So. Vielleicht können wir den Feldschuppen auch ganz gut an die, an den Zaun dort dran setzen, oder? Also auch so quasi. Ja, ich, meine Idee war jetzt. So. Jetzt, so gesehen, hier das andere Feld hier lang zu führen, an der Baumplantage noch lang. Ja. Dann hier einen Weg lang. Mhm. Und den hier, dein Schuppen, würde ich hier so ranstellen, dass der an dem Weg dran ist und dann einfach ummantelt wird von dem Gatter hier. So? Oh, ich. Oder wenn wir den weiter hier hinbauen? Ich weiß nicht, ich fände es ganz cool, wenn wir den irgendwie so machen und dann so einen kleinen Abzweig als Weg noch dahin, oder? Ja, oder so. My mouth's dry. Ja. Du musst was saufen. Ich guck in den Himmel, vielleicht passiert ja was. Jetzt sollen wir ihm sagen, dass es so nicht funktioniert? Sollen wir es ihm sagen oder sollen wir ihm einfach in dem Glauben lassen, dass das genau so funktioniert auf jeden Fall? Das funktioniert genauso. Okay, wir lassen ihm einfach in den Glauben, okay?
Okay, das ist auch fertig gepflügt. Mit dem Weg warte ich noch, bis der Schuppen platziert ist. Holst du gerade Steine? Nee, gar nicht. Okay, gut, dann mache ich das. Dann mache ich den Schuppen schnell fertig. Ja, ich esse ja gleich was, meine Güte. Dass sie sich immer so schnell beschweren müssen, verstehe ich nicht. Selbstverständlich. Wir kümmern uns doch liebevoll um die. Können die mal aufhören, sich ständig zu beschweren? Ja. Ich sollte mehr Holzstämme mitnehmen, glaube ich. Hast du eine Schaufel am Start? Nö, aber im Lager ist eine. Könntest du eine mitbringen? Ja, klar. Muss nur eben was essen, weil mein Charakter jammert mir sonst wieder die Ohren voll. Oh, und was trinken sollte ich auch. Hast gesehen, ich hab... Moment. Ich hab doch eine Schaufel. Ey. Was habe ich gesehen? Ich habe einen Taubenschlag dahin gesetzt. Wohin? Hm. Ach, da! Richtig gut. Gefällt mir. Ich gehe mal davon aus, du redest von diesem Baumstamm hier, richtig? Ja, da sind zwei. Nummer 1. Ach da. Nummer 2. Oh. Ich habe keine Steine mitgenommen. Okay. Hatte ich gerade noch von gesprochen, oder? Mhm. Cool. Nein, Stein, Stein. Wir haben 46 Kalkstein. Wir könnten gleich mal wieder eine Häuserrunde ziehen. Ja, kann ich gleich mal machen. Mhm. Oh mein Gott. Hm? Verwaltung und Management von Gebäuden. Ja. Kam gerade als Meldung. Bei mir. Hm, okay. So, hier dürfen erstmal Leute arbeiten. Wir haben doch noch einmal hier Moglidoba. Haben wir noch jemanden? Und Wilburger. Die dürfen jetzt beide erstmal hier arbeiten. Dann muss ich nur noch neue... Haben wir die Bronzehacken schon freigeschaltet? I don't know. Dann müsstest du mal nachschauen, weil du hast die ganze Kohle, wenn du noch was hast. Vielleicht auch nicht. Mal kicken. Eisenwerkzeuge was, nicht? Bronzewerkzeuge. Wir müssen da vielleicht was kaufen gehen. Verkaufen. Ja, das auch. Hm. Naja, wir hätten 570 Bretter. Oh Gott. Ja. Was machen wir denn unser neues Feld?
Wir könnten... Was gibt es irgendwas, wo wir noch nichts von anpflanzen? Mohn. Und Karotten. Karotten werden erst im Winter gepflanzt. Weißt du, kannst du irgendwie sehen, wann Mohn gepflanzt wird? Und Radieschen können wir, glaube ich, auch noch, ne? Ne, Zwiebeln sind das. Ne, dann müssten wir gucken, ob wir Samen davon haben. Karotten, Winter und Frühjahr. Ach, im Frühjahr auch? Ja, dann könnten wir Karotten machen. So ein Kackwetter. Oh ja. Was ist jetzt oben bei dir eigentlich mit dem Steg? Willst du den bauen? Willst du nicht bauen? Ja. Also bauen. Nee, ich glaube nicht. Okay. Oh, ich hasse dieses Verwaltungstool. Nein, tust du nicht, du magst es. Ja, ey. Ich kenne Warnmeldung eigentlich nur mit, sind sie sicher, dass sie das beenden wollen ohne, ne? Mhm. Ja. Außer hier, da geht das nicht. Höchst tragisch. Ja. Gut, ich gehe mal nach oben und guck mir gerade mal das Dorf nochmal an und dann können wir ja nochmal überlegen, was wir noch bauen können, damit wir die Baupunkte noch hochkriegen. Mhm. Ja, oder wir bauen halt wirklich einen ganzen Arsch voll Wohnhäuser noch mit dran, ne? Oh, man sieht durch das Wetter einfach fast nichts. Cool. Ja, da bin ich mir halt auch unsicher. Ich meine, brauchen tun wir es theoretisch nicht, aber wir müssen halt irgendwie Baupunkte zusammenkriegen und... Ja. Okay. Ja, wie macht man das denn am geschicktesten? Das ist jetzt die Frage. Ja. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Technologie, Bautechnik. Da fehlt uns tatsächlich gar nicht mehr so viel. Uns fehlen noch 700 Punkte. Für Materiallager 3. Genau. Und dann haben wir da die höchste Stufe erreicht. Ja. Muss man halt mal überlegen. Es kann natürlich sein, dass wir durch den Pferdestall und durch den durch das Nahrungsmittellager und die Scheune, dass wir da auch schon ordentlich Punkte zusammenkriegen, ob das nicht vielleicht sogar schon ausreicht. Dass wir da vielleicht erstmal warten, bis wir die anderen Sachen gebaut haben. Ja. Wir sind jetzt noch 6 Punkte von Scheune 2 entfernt, das sollten wir gleich eigentlich zusammen haben. Ich wollte gerade sagen, die hat da jetzt 136 Felder vor sich. Ja. Hast du den oben schon Hatten gegeben? Nee. Dann mache ich erstmal Kupfer, schmeiß die ins Lager und dann können die sich erstmal die Kupferdinger nehmen. Hat keiner gesehen. Okay. Oh, du kuschelst wieder mit Wölfen. Mhm. Wölfen. Rage, haben wir noch Kupfer? Ja. Oh. Oh, wir haben eine Scheune bekommen. Sehr gut. Ich mach mal 70 und dann gucke ich mal, wie viele Zinnbarren wir haben. Oh Gott. Ein bisschen war's. Ja. Lass mich mal kurz gucken, ob ich irgendwie
mein Gewicht gesenkt bekomme, dass ich... Tja, dann darfst du keinen Döner essen. Das Wetter heute ist übrigens außerordentlich nebelig, muss ich sagen. Finde ich auch. Hey, komm, die Vorlage war halt sehr gut. Ja, schon. Schon ziemlich, ja. Ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich ab morgen mit einer Diät anfange oder so. Nochmal was? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ab morgen mit einer Diät anfange. Ah. Ja, ich mache ja mein Intervallfasten. Da geht auch ein Döner zwischendurch. Ja, das auf jeden Fall, solange man das unter Kontrolle hat. Ja. Also ich kann so heraussagen, obwohl ich dich noch nicht im Real Life gesehen habe, dass ich schätzungsweise das Doppelte von dir wiege. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich werde nicht böse sein. Was schätzt du, was ich wiege? Ich hätte dich jetzt definitiv... Na, obwohl... So roundabout um die 60 bis 63. Ich weiß aber nicht, wie groß du bist. Das ist das Hauptproblem eigentlich. Das kommt tatsächlich ziemlich genau hin. Also so. Ich schwanke so zwischen 58 und 61. Dann wiege ich mehr als das Doppelte als du. Siehst als Kompliment, so schwer siehst du nicht aus. Ja, das ist echt ein großer Vorteil bei mir. Auch wenn ich mich hinstelle, sieht das zum Glück nicht so schlimm aus. Nee, gar nicht. So auch seitlich. Überhaupt geht das nicht. Völlig klar. Und ich ziehe jetzt nicht unbedingt krass den Bauch ein. Ja. Das ist voll in Ordnung. Das machen 20 Jahre Fitnessstudio aus einem. Und jetzt habe ich seit einem halben Jahr keinen Sport mehr gemacht. Oh, wow. Ich wollte gerade noch irgendwas fragen. Wie groß bist du? Genau 1,80. Okay. Hatte das jetzt wieder abgepinnt? Ich krieg's kotzen. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, ja. Bis zum Ende des Streams. Und nicht nach 20 Minuten. Dankeschön. Ja, ich bin 1,62 groß. Wow. Also quasi ein Gnom. Alter Schwede. Krass. Ja, das finde ich auch so lustig, das sieht man im Stream auch nicht. Ja. Na, ich bin schon ziemlich nah am Boden gebaut. So. Die hier oben können jetzt auch anständig arbeiten und jetzt kann ich die Scheune unten aufwerten. Jo. Nee, aber ich habe jetzt innerhalb von einem halben Jahr 7 Kilo zugenommen. Das ist krass, wie viel das ausmacht, wenn man keinen Sport mehr macht, ne? Ja. Und ich habe komplett aufgehört, auf die Ernährung zu achten. Aber jetzt, wo mein Backofen kaputt gegangen ist, ist es sogar noch schlimmer geworden. Weil ich habe mir dann einfach immer in der Heißluftfritteuse Brötchen und sowas gemacht. Feststellung des Tages. Alter, schallern die rein, obwohl die überhaupt nicht sättigen. Yep. Das war, glaube ich, das Hauptproblem, warum ich irgendwie in den letzten 2 Monaten wahrscheinlich jetzt so um die 3 Kilo zugenommen habe. Aber vielleicht nicht berücksichtigt, dass ich mich nicht bewegen kann, wenn ich die Scheune austausche, weil ich den ganzen Bums von der Scheune natürlich auch noch ins Inventar kriege. Ah, ja.
So, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Straw und dann müssen wir die Leute wieder neu zuweisen. Ja. Oh, ich kann das ja direkt oben in den Schuppen reinschmeißen eigentlich. So, Scheune ist fertig. Und jetzt kommen hier wieder Menschen rein. Einmal Unislava. Ach ne, Unislava war die einzige. Okay, cool. Oh, bitte sag, dass er die Zuweisung gespeichert hat. Oh, Gott sei Dank. Oh. So. Mann, sieht das kacke aus. Was? Achso, Moment, ich habe deinen Stream nicht mehr offen. So, jetzt. Ja, es ist total verregnet. Lass uns schlafen gehen. Ich glaube, es müsste jetzt klappen. Wobei, ich muss mal eben bei meinem Typen vorbeigucken und dem nochmal sagen, dass ich gerne einen Braten in die Röhre setzen will. Wo ist denn der jetzt hin? Ich glaube, der ist oben. Du kannst einfach gucken, wo das rote Symbol ist auf deinem Kompass. Ja. Jetzt finde ich den ja auch dadurch. Vorher habe ich den damit ja nicht gefunden. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Wutzi, Wutzi! Da. Hello! Ja, ich warte dann einfach. Ja. Ach so, ich dachte. If only I could make a bench myself, but it's just too hard. So, jetzt müsste da theoretisch stehen, dass der Vater wird. Ja. Es ist ein bisschen lustig, wenn neben einem Typen das Symbol steht mit schwanger. So, wie schaut es denn jetzt bei Bauen aus? Hello, jetzt, wir hatten vorher 9300 irgendwas, oder? Ja. Ja, wir haben jetzt 9463. Ich befürchte, dass wir da noch ein paar Häuser zumindest bauen müssen. No. Do. Ey, richtig schlimm. Der Brief vom Finanzamt ist immer noch nicht da. Nur so als... Was? Nebeninformation. Ich warte auf meine Steuernummer. Ach so. Seit. Hast du noch nie eine Steuererklärung gemacht? Ja, ja, doch, das schon, aber ich brauche ja eine, Ach ja, fürs Gewerbe, ne? Ja, ja. Hm. Oh, Hilfe. So. Ja, ich habe ihr, also guten Tag Zuschauer, ich habe ihr einen Goldring gegeben und seitdem ist sie schwanger. Ja, Bestechung. Ja. Jetzt doch ein Haus bauen? Ja. So.
Das wird ganz cool aussehen, denke ich, wenn der Baum dann noch so in dem Vorgarten mitwächst. Mhm. So, dann brauche ich noch Holzstämme. Wo haben wir sie? Nein, nicht Hopfen. Hopfen wäre bestimmt auch ganz lustig noch. Ja, vom zum Haus bauen? Weiß ich nicht, ob das so geeignet ist. Weiß ich nicht. Weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So. Hier direkt alles anpassen, bevor ich wieder aus Versehen die falschen Wände baue. Das würde ich gern vermeiden. So. Knall ich hier überall noch die Holzstämme rein, die ich gerade noch übrig habe. Was auch nicht mehr genug sind. Fantastisch. Ich dachte, ich würde auskommen. Hm. Irgendwie sieht das scheiße aus. So, jetzt kann ich mich wieder kaum bewegen. So. Ja. Definitiv, Zuschauer. Also, irgendwie fehlen klassische Attribute. Burgturm, Palisaden, Mauern, Kirchen. Das Thema hatten irgendwie wir schon mal. Dass ja. Hier wirklich dieser Aspekt von, wir bauen uns hier eine Dynastie auf. Das Einzige, was hier wirklich gefühlt Dynastie ist, ist, dass dein Charakter ein Kind zeugen kann, was er dann später übernehmen kann. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Ja. Und der Glockenturm zählt nicht als Kirchenturm. Wow. Also ich würde es feiern, würde hier irgendwie sowas wirklich auch in die Richtung einfach geben. Also es gibt zwar Palisaden, aber irgendwie erfüllen die auch keinen richtigen Zweck und ja. Ja. Einfach so ein paar mehr Dorfgegenstände, allgemeine Dorfgegenstände. Ja. Oder Gebäude, nicht Gegenstände so. Ja, auch einfach was mehr Verwaltung wäre, sag ich jetzt mal. Hm. Haha. Aber kann ja alles noch kommen, theoretisch.
Theoretisch ja. Praktisch weiß man das nicht so genau. Ja, da bezweifle ich das eher. Meinst du? Ja, ich glaube, dass die jetzt mit dem Koop-Update wahrscheinlich wirklich das letzte große gemacht haben. Aber es kommt noch ein großes. Das wird dann die Quest sein. Also nehme ich ja, wirklich an. Ja, und es kommen Rüstungen und Schilde noch dazu. Ja, aber das brauchst du ja eigentlich nicht, ne? Kommt drauf an, wenn noch was anderes dazu kommt, vielleicht schon. Kann ich 40 Bronzebahnen verkaufen? Na klar. Dann kaufe ich nämlich doch den Rest der Kupfer, der Karotten, nicht der Kupfer. So, Holzstammbretterstücke. Und dann haben wir das zweite Haus auch fertig. Super. Bretter. Dann nehmen wir mal 80 mit. Ich habe übrigens so ein bisschen ein paar Bretter verbraten. Ja. Ja. Das ist voll okay. Naja. Einen Holzstamm und den Rest mit der Gun. Wieso, naja? Ja, es sieht nicht so aus, wie ich gedacht habe, und es ist, ja. Schade. Ach so. Yay! Wuhu! We did it. Oh nee, ich hab vergessen, dass. Oh nee, ich dachte. Och Mann! Hm? Oh. Ich dachte, da wären schon Holzstämme drin gewesen. Oh. Waren's aber nicht. Ja. Wir könnten noch auf ein paar Achievements gehen, wenn du willst. Stimmt, das könnten wir auch machen, ja. Irgendwie in einer Dynastie jede Mine bedienen. Dass wir in jeder Mine so eine Mine selber gebaut haben? Ja. Das geht doch gar nicht, die in Skauki ist doch von dem Dorf belegt. Jede freie Mine, so. Okay. Und bei Skauki, und da könnte man halt, weil es gibt noch ein weiteres Achievement, hab 50 Dorfbewohner, ne? Mhm. Dann packst du da einfach, dann baut man halt so ein paar Enklaven, würde ich sagen. Haus, Mine, Materiallager, Palisade drum, Weg durch. Ja. Und da braucht ja kein großes Materiallager hin, sondern reicht ja so ein einfaches. Was? Wie bist du denn drauf? Naja, du musst das ganze Material dahin schleppen, ne? Na und? Nix kleines Materiallager. Was sind wir denn hier? Okay. Ich glaube auch. Du bist auch so ein kleines Materiallager. Ja. Was mir hier auch ein bisschen fehlt, ist, da haben sie echt eine gute Chance verpasst. Das hatte ich gestern beim Singleplayer. Du sollst eine Mission erledigen, dass die Materialien für eine Palisade brauchen, ne? Mhm. Dass dann die Palisade hier nirgendwo auftaucht. Ja, oder wie cool wäre das, wenn man, wenn die dann sagen, okay, cool, danke, dass du es mir gebracht hast, jetzt hilf mir bitte noch die Palisade zu bauen. Und dass man die dann halt auch wirklich sieht. Entweder das oder halt auch wirklich, hier zum Beispiel in Patislava oder Pitiaslava, wie auch immer das heißt, Pistovia, so, dass hier vielleicht wirklich am Anfang nur der Markt und ein Dorf drumherum ist. Und je mehr Sachen du, oder je mehr Missionen du machst, desto mehr Häuser tauchen auf, eine Palisade wird gebaut.
plötzlich kannst du auch, weil du dafür Sachen zur Verfügung gestellt hast, Dingenskirchen bauen. Kommt hier ein Tierzüchter hin. Ja. Und sowas. Ja, einfach, dass sich das Spiel so ein bisschen mit deinem Spielstand mitentwickelt. Ja, genau. Stimmt, das wäre echt ganz cool gewesen. Ich meine, das ist Meckern auf hohem Niveau. Dieses Spiel ist einfach schon richtig gut, aber ja. So ein paar Kleinigkeiten, die halt so das Ganze noch besser machen würden. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte 84 Kalksteine kaufen. Nee, Kalkstein. 252. Ja, wir müssen hinterher noch die Eisenwerkzeuge freischalten. Die sind relativ teuer, deswegen überlege ich gerade, ob wir das brauchen, weil Kalkstein produzieren wir ja jetzt auch sehr, sehr viel am Tag. Ja, okay, hast du recht. Ja, und mit den externen Minen können wir natürlich auch ordentlich Erze dann ranholen. Mhm. Oh ja, guck mal, wir haben 111 Kalkstein. Oh. Brauchen wir denn noch was? Soll ich noch ein paar... Soll ich mal Hopfen kaufen? Dann pflanzen wir da einfach die Reihe oberhalb des Feldes mit Hopfen voll. Wir haben schon Hopfen. Wie viel? Weiß ich nicht, kann ich gerade nicht nachgucken. Warte, muss ich beeilen. Lauf schneller, schneller! Wir brauchen 14 Hopfen. Also das Feld jetzt auf Hopfen eingestellt? Nee, ich habe die Plantage gezählt. Achso, okay. Die ja, muss man ja selbst sofort händisch anpflanzen. Ja. Muss man das? Ja. Ach ja, wir können nicht sagen, dass er... Ja. Das ist auf Baum. Wir haben 4 Hopfensetzlinge. Also noch 10. Ja. Oh, it's you. Price is so low, you don't need to haggle. Brauchen wir noch was? Take care. Nee, ich glaub grad nicht. Okidoki. So. Oh Gott. Zuschauer, das kann ich jetzt nicht vorlesen. Und da gibt es dann wahrscheinlich Haue. Weißt du, du brauchst es gar nicht vorlesen. Ich bin tatsächlich in der Lage, selber zu lesen. Wow. Was brauchen wir denn für Kühe? Ablenkung. Weißt du? Hm? Weißt du, Zuschauer, ich dachte, wir wären auf einer Seite. So schnell kann man sich täuschen. Ja, der ist einfach nur gegen Streamer. Ja, ich habe auch so das Gefühl, so ein bisschen. Einfach so allgemein. Ja. So. Jetzt haben wir einen Lagerplatz von 8000 Kilogramm. Uff. Ja. Da hat er recht. Steilvorlagen kann man nicht liegen lassen. Hm.
Ja, ja, okay. Stimmt auch wieder. Ich nutze ja auch bei jeder Gelegenheit. Ja. Hast du eigentlich schon mal The Hunter gespielt? Ja. Aber okay. Das ist so lange her, da gab es wahrscheinlich 50 Trilliarden der Updates jetzt noch nicht. Das war keine Ahnung. Warte, ich kann gucken, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Das steht doch in Steam, oder? Mhm. Startseite. Ist jetzt die Frage, steht das unter T oder? Ach, The Hunter Classic. Ja, oh, Classic. Ja, gibt's da eine neue Version von? Wahrscheinlich. Hört sich ganz danach an. Zuletzt gespielt Oktober 2017. Okay. Warte. Shop. Ja, es gibt The Hunter Call of the Wild. Oder ja. Way of the Hunter. Call of the Wild. Ja. Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Boah, wenn du da das Master Bundle kaufen willst, bist du da halt auch mal eben 60 Euro los, ne? Aha. Kann man das im Koop spielen? Ja. Oh nein. Aber das ist halt erst sowas, das kann man mal machen. Ja, das ist nichts, was man, glaube ich, durchgehend spielen kann. Oh, guck dir mal bitte das Dach vom Lager an. Ich finde, das sieht so gut aus mit dem Eingang. Kleinen Moment. Was braucht man nochmal für einen Beutel, damit man pflanzen kann? Leder. Okay. Oh ja. Das sieht richtig geil aus. Oder einfach so ein paar Häuservariationen. Einfach, damit man das Dorf ein bisschen lebendiger gestalten kann. Ja, auf jeden. Auch, man könnte ja auch machen diese großen Häuser, ne? Ja. Dass es da auch Variationen gibt, wo es dann einfach der vordere Bereich eine Terrasse ist, zum Beispiel. Ja. Oder dass sie zweistöckig sind. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Ja. Hast du 135 Karottensamen gekauft? Ja. Das ist doch scheiß. Geil, dann oder? Müssen sich unsere Dorfbewohner mal ranhalten mit Pflanzen. Sonst ist nachher Sommer und dann können die das nicht mehr anpflanzen. Oh. Ja. Ach, ich sollte die da vielleicht auch reinschmeißen. Ach, Moment, hast du auch Dünger gekauft? Ich hole mir gleich mal Stöcker, damit ich ein Lagerfeuer bauen kann. Mhm. Obwohl, wir können auch eben gleich, glaube ich, schon pennen gehen. Warte, ich mach eben aus dem Dung Dünger. Dumm und Dümmer. Nein, Spaß. Okay. Und dann können die das nämlich noch auf den Feldern verteilen. Ja. Ich bin schmutzig. Oh. Neues Level in Landwirtschaft. Glückwunsch. Mach Platz. Boah, die nutzen sogar den Holzsteg, geil. Richtig gut. Aber auch nicht richtig. Daneben laufen sie den Berg direkt runter. Das ist nicht schlimm, aber sie nutzen auch den Holzsteg. Ja. Erstmal eine Dorfpfeife. Damit wir neben dir auch noch eine andere haben, was? Oh, danke. Hm.
Damit kannst du dein Reittier beschwören quasi. Oder rufen, wenn du unterwegs bist. Okay. Genau. Technologie. So, Überlebenstechnik haben wir halt auch noch nicht so krass. Obwohl, da brauchen wir auch nur 5000 insgesamt. Ja, und das ist nur für Kräuterhütte und Fischerhütte, also. Ja. Ja, Landwirtschaft brauchen wir halt extrem viel noch. Also, wir sind jetzt bei 1750. Aber wir sind auch, ich glaube, gestartet haben wir heute bei 1300 irgendwas. Also, wir haben schon gut Punkte gemacht, jetzt dadurch, dass sie halt alles ausgesät haben, beziehungsweise noch dabei sind, auch beim Dünger. Mhm. Wusstest du, dass bei den Schwein- und Hühnerstellen, das, was man offensichtlich sieht, was da auf dem Boden liegt, zum Beispiel den Dung bei den Schweinen, dass das nur zusätzlich ist, damit du auch noch was einsammeln kannst. Die produzieren trotzdem nebenbei, auch wenn die das hier nicht einsammeln. Oh, krass. Da kannst du dann immer mal wieder vorbeigehen und das dann einsammeln. Schweinchen, könntet ihr bitte beiseite gehen? Danke. Oink. Man kriegt 10 Dung pro Haufen. Genau, pro Quadrat quasi. Wie viel Dünger brauchen wir denn noch? Wir haben... Also wenn die so viel gedüngt haben, wie sie gesät haben, dann fehlen uns noch 103. Beziehungsweise 54 habe ich gerade hergestellt. Und jetzt gucke ich mal, wie viel ich noch aus den, ich glaube, 60 Dung oder so sind, die ich gerade noch abgefarmt habe. Gucken, wie viel ich da noch rauskriege. 30. Dann haben wir 84 auf Lager. 104 brauchen wir, heißt noch 20. Okay. Bei dir reichen ja die Stimmen der Herren. Hunde verstehen sich auf der Pfeife viel besser. What the fuck? Deine arme Frau muss schon wieder alleine schlafen. Und das, obwohl sie schwanger ist. Tja, nicht mein Problem. Schlafen. Ja, wait. Los, los. Keine Zeit. Jaha. Okay. Hm? Auch nix. Mein Charakter hält mir schon mit die Ohren voll, weil er Durst hat. Das soll ich nicht so anstellen. Genau. Der nee. Arsch. Au! Naja, eher die Arschine. So, dann schnappe ich mir ein bisschen Dünger und teile den mal mit aus. Jetzt wird ordentlich ausgeteilt. Okay. So nämlich.
Weil, weißt du, er kümmert sich ja nicht um sein Feld. Da muss ich das ja wieder machen. Sorry. Also er ist immer in der Landschaft irgendwo unterwegs, schaut sich schöne Orte an und ich muss hier mit Kacke werfen. Ja. Haben wir schon Fischerspeere? Absolut gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo man die herstellen kann. Okay. Wir brauchen übrigens Fischerspeere. Warum fragst du dann? Oh, schon wieder Dachse. Viel Spaß dabei. Ja. Hey, Manni war die Einzige, die bis jetzt die Barden betrachtet hat und dazu getanzt hat. Also... Ja, man muss ja auch Prioritäten setzen. Ja. Schöner Ort, er sucht immer nur die nächste Kneipe, ja. Bei Traveler's Rest ist die Beta raus. Ich habe mir da ein paar Fotos angeguckt und mich dazu entschieden, am 18. dann wirklich nicht die Beta, sondern den Release zu spielen. Hm. Weil das sah echt cool aus. Haut noch Kommt mal. Viel Neues dazu, oder? Ja, ein komplett neuer Bereich. Eine Stadt mit einem ganzen Haufen NPCs und ja. Wie cool. Aber dieses Spiel, was du da auch gespielt hast noch, müssen wir auch zusammen zocken noch. Ha, scheiße, so viele Spiele. Ja, welches? Das, was so ein bisschen 3D-mäßig war. Ich weiß nicht, ob das Tail and Ale oder ob das... Ja. Aber du hast noch irgendwas, Tavern... wie hieß das denn noch? Tavern Simulator... Nee, Tavern... Doch, Management Simulator, so. Ja. Ja. Es kann sein, dass es das war, was ich gesehen habe. Ja, das hat mir persönlich auch mehr Spaß gemacht. Da weiß ich nur nicht, ob es da Koop gibt. Ja, müssen wir mal nachgucken. Aber ist ja auch nicht so, als hätten wir nicht genug Spiele, ne? Ja. Wenn ich mir überlege, was jetzt gerade noch alles so ansteht. Junge, Junge. Was denn so alles? Ja, ich weiß nicht. Once Human. Satisfactory. Planet Crafter. Das war noch das andere Spiel, was du mir geschickt hattest. Ja. Oh, oh. Astrometica. Space Engineers. Ja. Deswegen, also ich glaube, Spiele haben wir fürs nächste Jahr auf jeden Fall genug. Vor allem, es ist ja nicht so, als würden jetzt in der Zwischenzeit nicht auch neue Games noch rauskommen, ne? Ja. Yep. Das kommt halt noch obendrauf. Hä? Okay. Okay, meine Dorfbewohner mobben sich hier gerade gegenseitig. Nee, durchgängig Stream-Zuschauer wollte ich dann auch nicht. Was, 24/7 quasi? Ja, ja. Oh ja, cool. Irgendwann muss ich auch noch arbeiten gehen, habe ich gehört. Wie? Aha. Das muss aber mal mit deinem Arbeitgeber abklären, das ist ja doof. Ja. So. Der könnte ja halt zum Zocken auch mal einfach freigeben. Wäre ich auch dafür. Macht er sogar, weil ich mir da Urlaub nehme. Yep. Ich würde mal eben kurz auf Klo verschwinden. Bitte gleich. Viel Spaß, bleib nicht stecken. Ich versuche mein Bestes. Wunderbar, das wollte ich hören. Gut, tschüss.
So. Ich mache das hier auch gerade nur, damit ich auch ein bisschen Erfahrungspunkte noch in der Landwirtschaft bekomme. Weil die Erfahrungspunkte leveln sich nicht auf, wenn die Dorfbewohner das machen. Was relativ doof ist, weil ich natürlich die oberen drei hier mit dem Reittier freischalten möchte. Deswegen muss ich jetzt selber ein bisschen mit auf dem Feld helfen. Außerdem geht es dadurch schneller und wir kriegen schneller Punkte. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte wir zusammen haben, wenn wir das Feld hier komplett fertig haben. Also quasi gepflügt, gedüngt und gesät. Das sollte eigentlich zumindest ein bisschen was ausmachen. Wir waren eben bei knapp 1700 irgendwas. Ich schaue gleich mal rein, wie viel wir dann jetzt gleich haben. Schnaufi, Schnaufi, Schnauf. Kann es sein, dass wir keinen Dünger mehr haben? So, die anderen beiden Felder kann die jetzt noch machen. Jetzt haben wir Technologiepunkte in der Landwirtschaft von 1900. Dann schalten wir das nächste frei. Bei 2000 schalten wir den Pferdestall frei. Das ist ziemlich cool. Dann können wir den nämlich oben noch bei unseren Eseln mit einbinden. Also wir haben zwar noch keine Esel, aber dann können wir hier oben an dem Weg hier so schräg hin dann den Pferdestall noch mit reinbauen. Das wird, denke ich, ziemlich gut aussehen. Es kann nur sein, dass ich hier die komplette Reihe nochmal wegnehmen muss und dann hinterher neu bauen muss. Oder wir. Genau. So, jetzt gucke ich mal eben, ob bei den Schweinen wieder ein bisschen Dung drin ist. Aber das schaut von hier aus erstmal nicht so aus. Ja, nur 10%, das ist nicht so viel. Ja, ich weiß, dass ich stinke. Dankeschön. Stinkt nach Fisch. Ist hier auch noch eine Plantage. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendeinen Setzling haben, den wir da reinpflanzen könnten. Hier würde sich ja bestimmt auch so ein Feld ganz gut machen, ne? Hier so. Und dann kann man hier noch wie so einen Stuhlkreis und so hinmachen. Stuhlkreis hört sich an wie bei so einer Selbsthilfegruppe. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. So, da würde ich aber keinen Hopfen hinmachen. Was haben wir denn? Apfelbaumsetzling haben wir keinen mehr. Birnenbaum haben wir auch nicht. Wir haben noch 8 Kirschsetzlinge. Na, davon kann ich 2 abzwacken. Kirsche, Kirsche, Kirsche. Upp. Hä? Wow, das sah einfach viel zu eckig aus dafür, dass hier nichts ist. Heiße Umkehrstoß aber auch, dass ich hier das hier wegmachen kann. Plantage. Dann dafür eine dahin machen kann. So. Ganz cool, wenn hier immer mal wieder so vereinzelt Bäume zwischenstehen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass die Plantage halt so rechteckig ist. Ich frage mich, ob das noch irgendwo ein Stück weit zuwächst, wenn die Bäume ausgewachsen sind. Aber ich glaube es fast nicht. So, wie viel Dung haben wir denn gerade? Tülü. Tülü. Ey. Ey. Das ist aber nicht nett mit dem Eselstall. Ach,
den schmeiße ich einfach aus der Hütte raus und dann darf der in den Eselstall ziehen. Wow. Muss ja schon da wohnen, wo er auch hingehört, ne? Wow. Wowie. Sehr nett. So bin ich. Kennst mich anders? Nö. Also. So. Guck ich eben um die Eselhütte, kann ich auch noch verputzen. Damit er auch schön warm im Winter hat, ne? Du sollst ja auch nicht frieren. Herz allerliebst. So bin ich. Gibt es noch irgendwo eine Hacke? Nein. Okay. Dann also im Lager vielleicht. Jo, super. Beziehungsweise hier oben sind 3 Stück drin. Der Eselstall ist tatsächlich gar nicht aus Holzstämmen. Den können wir gar nicht verputzen, aber den Feldschuppen hier oben konnte ich noch machen, was auch immer das bringen soll. Also ich war... Okay. Ich war beim Feldschuppen, da sind aber keine Hacken drin. Ich meine von der hier oben. Da oben sind Hacken drin. Ja, da war nichts drin. Da sind 3 Hacken drin. Da sind Sicheln drin. Da sind 3 Hacken drin. Sicher? Bin ich jetzt blind? Oh ja, ich bin blind. Danke. Hm? Hast du noch einen Beutel bei dir am Start? Jetzt wird aber anspruchsvoll hier. Ja, dann, wenn du eh schon in der Nähe bist. So, dann werde ich direkt bis aufs letzte Hemd ausgenommen, oder was? Selbstverständlich. Dankeschön. Ach krass, hier sind hier schon fast alle gestreut mit Samen. Ja, ich wollte da gerade den letzten Rest Dung noch anhauen. Ja. Dankeschön. Entschuldigung. Wie direkt die Kampfmusik losgeht. Ja. Ach, dass die Animation so lange dauert, ne? Mhm. Eine Kackeschlacht geht hier auch nur in Slow-Mo. Ja. Wunderschön. So, Technologie, Landwirtschaft. Uns fehlen jetzt noch 10 Punkte und dann schalten wir den Pferdestall frei. Yeehaw. Heißt, wenn du noch irgendwo Karottensamen, ja. Obwohl, ich habe auch noch ein Säckchen. Oh, warte mal, haben wir Küken? Kann das sein? Ich habe doch eben Küken gehört. Oh Junge, guck dir mal, komm mal bitte zu den Hühnernestern und guck dir die mal an. Oh. Ja, die können wir alle einsammeln. Und die produzieren trotzdem zusätzlich noch was ins Lager. Also wir haben hier zumindest 3-4 Küken rumlaufen. Ah, oh, 6. Was zur Hölle? Ja. Wir haben doch nur erwachsene Hühner gekauft, oder? 1, 2, 3, 4, 5 Küken. Ach, cool. Ja. Soll ich geh mal eben was zu essen holen? Ich glaube, ich habe nämlich nichts mehr auf der Tisch. Doch, ich habe noch 4 Rühreier. Noch 2 Punkte. Wupp, wupp. Yeehaw. Jetzt können wir Pferde kaufen, die wir nie nutzen werden, weil die zu teuer sind. Hm.
Tierhaltung. Einen Pferdestall hätte ich gern. Den muss ich so rum platzieren. So, und jetzt kann ich nämlich das hier hin machen. Und das hier hin. Vier rohe Eier. Woher waren denn die beiden anderen? Möchtest du das beantworten? Nicht von mir. Von meinem Typen. Oh Gott. Der Ärmste. Ich habe ihm sie einfach abgeschnitten. Genau wie dir heimlich nachts. Ich habe mich mit Norberta abgesprochen. Oh, okay. Das macht mir ein wenig Angst. Schnipp, schnapp, Eier ab. Oh. Pflanzen die hier auch noch an, oder... Machen die Wenn noch Samen da sind, dann pflanzen die da auch noch an, ja. Ja, da ist noch reichlich. Eigentlich. Dann, ja. Auch kein Werkzeug. Dann haben die keine Säcke mehr. Ja. Wir können auch mal gucken, ob wir in der Näherei nicht die normalen Säckchen freischalten. Die halten ein bisschen länger. Seitdem kann er so hoch singen. Ich habe mich schon gewundert. Okay, für die normalen Säckchen brauchen wir Leinengewebe. Aber... Was? Aber wir werden hinterher vielleicht, wenn wir Leinengewebe übrig haben, lohnen sich die Säckchen noch mehr als die Trinkschläuche, weil dadurch, dass ein einziges Leinengewebe dazukommt, kriegen wir 150 mehr, beziehungsweise kostet es 150 mehr. Wir kriegen dann 75 mehr. Krass. Irgendwie so. Ja. Das ist ganz gut. Wir brauchen noch 500 in Landwirtschaft. Dann können wir Schafe holen. Ja. Sobald die ganzen Karottensamen ausgestreut sind, ist es vielleicht auch eine Überlegung, auf den Sommer zu wechseln. Weil dadurch dann die ganzen Leinensamen ausgewachsen sind und geerntet werden können, wodurch nochmal ordentlich Punkte zusammenkommen werden. Auch in Produktion hinterher, wenn die, wenn wir, Moment, das zählt, glaube ich, auch zur Landwirtschaft. Wenn wir die Flachshalme zu Leinsamen verarbeiten und zu Flachshalmen. Ich glaube, wenn wir da draus dann Leinengarn machen, das bringt nochmal ordentlich Punkte in Produktion. Da brauchen wir ja auch noch einiges. Was ist, wenn wir Roggen verarbeiten? Landwirtschaft. Okay. Das hört sich doch an sich schon mal gut an. Ja, die Schenke ist nämlich auch bei Produktionstechnik. Wir haben erst 2000 in Produktionstechnik. Also noch nicht ganz, aber fast. Mhm. So, hier fehlen nicht mehr so viele Felder. Hey, I was using that. Hier sollte alles bepflanzt sein. Sie
Echt jetzt? Dir fehlt ein Karottensamen. Nee, es sind keine Karotten. Es ist, ich glaube, entweder Flachs oder Radieschen. Warte. Flachs. Ja. Nein. Rote Beete. Oh Gott. Aber ist nicht schlimm. Das eine Feld ist mir egal. Gehen wir eben schlafen. Also bis zum nächsten Tag, noch nicht bis zur nächsten Jahreszeit. Und dann können wir gucken, dass am nächsten Tag dann die restlichen Karottensamen noch ausgesät werden. Mhm. Und dann können wir bis zur nächsten Jahreszeit schlafen. Ups. Oh, wir müssen noch 36 Minuten warten. Hat sich erledigt. Okay. Du bist schmutzig. Ja, danke schön, Captain Obvious. Zieh! Wo kann man denn Eimer herstellen? In der Werkstatt. Okay. Oh. Hallöchen, Lala. Hallo. Oh, oh, ich will wieder Storys hören. Warst du beim Anwalt? Oh. Ich bin neugierig. Schlafen. Ey, Moment. Schlafen. I'm on my way. Sehr gut. Mutzis Beine tun weh. Vielleicht hat er sich gestern Abend im Bett so sehr überanstrengt. Oder er ist schwanger. Oder das. Are you an aspiring mule? Oh, fuck. Hm? Ja, das hätte ich dir sagen können. Warum machst du das überhaupt? Oh. Um Fladenbrot herzustellen. Ah. Mhm. Verstehe, verstehe. Zwei Level-Gewinnungen bekommen. Oh, wow. Einfach nur, weil ich die Eimer befüllt habe. Mhm. Oh yeah. Yay, das hat echt funktioniert, geil. Wie viele Fladenbrote hast du hergestellt? 209. Zur Hölle. So, nächstes Haus fertig verputzt. Sauber. Noch ein Haus fertig verputzt. Oh, verdammt zu langsam. Ich wollte einen Screenshot machen und der ist wegteleportiert. Ja. Richtig. Oh, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ugh.
feeling sick again. Either it's yesterday's stew or we're going to need another bed. Deine Frau beschwert sich gerade davon, dass sie sich übergeben hat. Und entweder war es die Suppe von gestern oder ihr braucht ein weiteres Bett. Oh. Was mag es nur sein? Ja, ich weiß auch nicht. Mein Mann beschwert sich nicht. Tja. So. Und weil er jetzt den ganzen Roggen verbraucht hat, nächstes Haus verputzen, Grube ausgehoben. Ja. Nochmal 151 Fladenbrote. Sag mal, woher hast du das ganze Mehl? Ja, wir hatten noch 160 Roggen. Oh. Oh, ich verstehe. Und das habe ich jetzt gerade verarbeitet. Aber wir haben noch 114 Roggen im Roggenkorn im Dingsbums. Ich guck mal eben, wie viel wir für die Felder brauchen. Roggen 30. Gut, dann nehme ich halt 116 da raus. Und mach auch noch mal Mehl. Ich habe dir hier mal die Eimer hingeschmissen. Beim Brunnen. Ja. Warte mal, doch 116 war richtig. Entschuldigung. Ach, ich brauche 6 Roggenkorn. Okay, ich verstehe. Du musst links. Warte, stehen bleiben. Du musst das noch dreschen. Nein. Hast du nicht Roggen? Ich habe Roggenkorn genommen. Ach so, ja, nee. Dann hast du recht. Ich glaube, ich verarbeite erstmal. Ja, du brauchst aber Wasser. Ja, da waren da noch einmal mit Wasser, oder nicht? Ja, ich glaube, ja. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wir müssten das alles einzeln craften. Mhm. Hätte ich ja sehr große Lust drauf. Lügner. Ja. Warum bin ich jetzt so überlastet? Das kann doch nicht nur an den Eimern liegen. Ach nee, Moment, ich habe ja auch noch das ganze Fladenbrot im Inventar. Wir rennen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. So, jetzt machen wir die ganzen Eimer voll mit Wasser. So. Reichen 5 Marktstände? Ja. Building his house for 10 years. I wonder how much.
much time it would take him to build a simple life. Njau. Ja, wegen den Taxis ist das Brot zu teuer, auf jeden Fall. Bitte was? Nichts. Gar nichts, nee. Überhaupt nichts. Das Gute ist, dass das Backen von Brot oder beziehungsweise das Essen machen grundsätzlich alles noch mit zur Produktionstechnik zählt. Ja. Oh mein Gott. So. Gut, jetzt habe ich kein Mehl mehr. Die Eimer hebe ich gleich auf. Wenn ich die jetzt wieder aufhebe, kann ich mich wieder nicht bewegen. Ein bisschen Fladenbrot könnte ich... Oh Gott, wir haben 556 Fladenbrot. Reicht das nicht? Ach, ich weiß nicht. Könnte knapp werden, oder? Mhm. Muss man schon aufpassen, dass wir da jetzt nicht zu viel verbrauchen. So, die Eimer Wasser bringen wir jetzt auch noch eben wieder ins Lager und dann... haben wir da schon mal gut wieder Punkte gemacht. Ich guck gleich mal rein, wie viele Punkte in Produktionstechnik wir jetzt haben. Wir haben 10 Einwand finde ich gut. Nur wenn einer von den Marktständen eine Dönerbude ist, dann könnte es zu wenig Fladenbrot sein. Es kann ja noch werden. Was ich nur mal ganz kurz anmerken will, ist, wir waren eben bei 1900 an Produktion und sind jetzt bei 3400, nur durch die Fladenbrote. Was kostet die Gemüsesuppe mit Karotten? Meinst du das Rezept dafür? Sekunde. Ich habe eben in meinen Döner gebissen. Fuck. Schmeckt er denn wenigstens? Ja. Und ganz vorzüglich. Sauber. Aber gut, überleg mal, wie viele Fladenbrote wir jetzt auch gemacht haben, ne? Ja. Suppen. Meinst du den Eintopf oder? Ja, zum Beispiel. Der Eintopf kostet 100. Leider steht da nicht dran, wie viele Erfahrungspunkte man bekommt, wenn man das macht. Mhm. War ja irgendwie klar, ne? Genau, das wäre dann 2 Karotten, 2 Fleisch, 1 Holzschale. Ach siehste, wir hätten auch Roggenbrei machen können. Okay. Dafür hätten wir nur Roggenkorn und eine Holzschale gebraucht, aber ich glaube, das hätte weniger gegeben. Was wir aber machen können... Ach nee, dafür brauchen wir Haferkorn, vergiss, was ich sagen wollte. Ja. Wir könnten das Rührei mit Pilzen freischalten, dann könnte ich dem Koch sagen, dass der das machen soll und nicht mehr die normalen Rühreier. Und dann könnten wir da noch was herstellen. Das würde, denke ich mal, auch nochmal relativ viele Punkte geben. Ja, hört sich gut an.
Das musstest du nur freikaufen, weil ich habe keine 150 Münzen. Okay, ich bin ein armer Schlucker. Tja, und deswegen hast du ja auch erst Montag angefangen zu arbeiten. Das ist absolut richtig. Ich bin jetzt einfach schon vollkommen durch. So, ist freigeschaltet. Okay. Halt dich fest, wir brauchen pro Marktstand Leingewebe. Mhm. 16. Mhm. Also kriegen wir das mit dem Flachs dann demnächst hin? Mhm. Sauber. Aufgrund der Größe des Flachsfeldes dürfte das auch nochmal einiges an Erfahrungspunkten geben. Sowohl in Landwirtschaft als auch in Produktion. Weil Landwirtschaft ist zum einen das Abernten der Felder und das Dreschen von dem Flachshalm. Okay. Und Produktion ist das Herstellen von Leinengarn und das Herstellen von Leinengewebe. Nice. Yes. So, ich brauche Eier, ich brauche Pilze und ich brauche Holzschalen. Warum haben wir nur noch so wenig Eier? Weil du Rührei herstellst? Finde ich doof. So, wo sind sie denn hier jetzt, die Speisemorcheln? Ich sag dem einfach, dass der das machen soll. Dann ändere ich das Rezept nämlich ab. Dann soll der nämlich kein normales Rührei mehr herstellen. Ist, glaube ich, ein bisschen effizienter. Wollen wir schon Bronze-Sicheln freischalten oder nehmen wir erstmal die Kupfer? Nee, ich schalte ruhig schon mal. Wenn wir genug Geld haben, schalt die Bronze-Dinger frei. Jo, erledigt. Sehr gut. Und irgendwer hat hier... Ja? Feldschuppen, kein Werkzeug. Ja, kann sein, dass die Säckchen fehlen. Mhm. Ich baue mal eben Bretter, weil ich muss gerade ganz viele Holzschälchen machen. Weil wir haben nur Holzteller, glaube ich. Ja, ich habe alle Holzschalen für Kohlsuppe verbraten. Ach so, ja, okay. Wow. Nee, wir haben nur Holz... Nee, Holzschalen da. Dafür brauche ich aber Holzstämme und keine Bretter. Chatö... Ja, Schatö trifft es gut. I wouldn't mind if the king resigned from the throne or if somebody helped. Das wird vollkommen übertrieben sein. Wir werden sie wahrscheinlich nicht vollkriegen, aber ich werde jetzt einfach mit, ich glaube, wie viele habe ich jetzt mitgenommen? 43 Holzstämmen, Holzschalen herstellen. Ja, viel Erfolg. Das gibt bestimmt auch noch mal ein bisschen was an Erfahrungspunkten. Dann schalten wir nämlich gleich schon das nächste Ding frei. Und zwar die Werkstattstufe 3. Yep. Platzierst du die schon oder soll ich die platzieren? Oh, ich habe sie platziert. Du hast kein Dach mehr über dir. Oh. Nun. Weiß nicht. Nimmst du Bretter mit? Kann ich machen. Super. Oh Junge, ich habe einfach 250 Holz, 215 Holzschalen gemacht. Vielleicht. Aus Versehen. Das ein bisschen was. So
Ich habe extra nur die, die Fäuste genommen beim Hauen. Dafür kommt also das Rüstungsupdate. Ja. Damit der Stups auf die Nase nicht mehr so wehtut. Ja. Sehr gut. Produktionstechnik. Haben wir jetzt 3530. Das nächste wäre die Schmiedestufe 3. Mit 5000. Oh Junge. Und da schalten wir dann die ganzen Eisensachen frei. Ja, nice. Yes. Danach kommt noch die Nähereistufe 3 und dann die Schenke. Das ist so, ich denke, das ist so das Endziel, oder? Dass wir die Schenke freischalten. Ja. Oder dass wir einfach sagen, dass wir grundsätzlich alle Gebäude freischalten. Was bei der Landwirtschaft noch ziemlich lange dauert, weil da fehlen noch 8000 Punkte ungefähr. Ja. So, wer hat denn hier jetzt schon wieder Probleme? Keine rote Beetesamen. Genau, da fehlt noch genau eins. Das ist aber nicht so schlimm. Und kein Haferkorn. Willst du eben in die Stadt laufen und Haferkorn kaufen? Und ein rote Beetesamen. Ja, quasi. 30 Haferkorn bräuchten wir. Okay, okay. Ach nee, gar nicht wahr. 8 Haferkorn. Nicht 8. Das hier ist Roggen. Oh. Nee, 8. Wir haben nur ein Feld, was 12 groß ist. Ah, okay. Und die Karotten sind noch nicht fertig gepflanzt. Ich nehme mir mal eben Karottensamen raus und mache das selber. Die brauchen mir da gerade so lang. Ja. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ko. Die sind oben in der Butze. Okay. Zi-putzi. Hat schon was Meditierendes, wenn man die Felder bestellt. Das ist voll entspannt, finde ich. Kann man aus Karotten eigentlich irgendwie wieder Karottensamen bekommen oder muss man die wirklich jedes Mal selber kaufen? Ich glaube, du musst sie jedes Mal selber kaufen. Ach, schut. Ja. Ich habe irgendeine Twitch-Benachrichtigung, ich weiß aber nicht was. Meinst du auf Twitch selber? Ja, ja. Muss ich gleich mal gucken. Ha. How is life, Treat? Wants to see my wares? So, Karottensamen müssten alle ausgesät sein. Nee, eins fehlt noch. Hä? Nee, das ist rote Beete. Ja. Ja, Karottensamen sind alle ausgesät. Sauber. Sauber. See you around. Direkt mal wieder Dung einsammeln und den dann gleich verarbeiten. Das gibt nämlich auch nochmal Landwirtschaftspunkte. Wir müssen ja jetzt alles sammeln, was wir kriegen können. Mhm. So, was ist denn das? Benachrichtigung.
Oh, ab 11. Juli kosten neue Abos 4,99 €. Das ist jetzt gerade bei 3,99 €, ne? Ja. Ach krass. Und gehen sie wieder auf den alten Preis zurück. Hat keiner erwartet. Sehr gut, da ist das neue Level in Landwirtschaft. Zumindest für mich persönlich. Schau mal. Muckelchen, was ist denn los? Was ist denn los, Muckelchen? Musst du meckern? Mit wem unterhältst du dich? Hm? Hübsches Mädchen? Und die ist immer so quengelig, wenn die läufig ist. Oh Gott. Wow, mir hat gerade einer gesagt, falls mein Ehemann mal verstirbt oder durch ungeplante Umstände von uns geht, würde er sich anbieten. Sauber. Weiß ich ja jetzt nicht. Tja. So, ich glaube, wir können schlafen gehen und dann können wir auch direkt die Jahreszeit überspringen. Ich glaube, das wäre sowieso nur noch ein Tag. Wollen wir nicht vorher noch die Samen, die ich gekauft habe, anpflanzen? Oh, ja. Ja, ja, es macht Sinn. Ja, ne? Ja, schon. Also der rote Beetesamen, der muss genau hier hin. Momento, ich habe keine Power mehr. Und wo muss Hafer? Ich glaube hier. Hier ist ja noch gar nichts. Hä, warte mal, irgendwo. Wo haben wir denn Feld 3? Das ist am Wasser. Feld 3 ist das hier. Ach, hier hinten. Oh mein Gott. Schnaufi, schnaufi, schnauf. Ich könnte mal eben die ganzen Punkte noch vergeben, die ich gerade bekommen habe. Jo. So. So, dann müssen wir alles für diese Jahreszeit erledigt haben, ne? Ups. Ich war der falsche Knopf. Ja. Welcome, husband. Hoppala. Hoppala. Vielleicht haben wir vergessen, die ganzen Quests zu machen. Kann ich nicht hören. Hops. Goodbye. War vielleicht nicht das Beste. Oh, das war nicht das Feld für die rote Beete. Uns hat auch ein Flachs gefehlt. Rote Beete hätte hier hingemusst. Aha.
Entschuldigung. Nee. Inventory. So. Ach, kann jetzt abgeerntet werden? Ja. Ernte ein Feld größer als 6x6 ist tatsächlich sogar ein Erfolg. Oh ja. Ah, vielleicht sollten wir lieber Sensen anstatt Sicheln machen, weil Sensen einen größeren Radius haben beim Abernten. Okay. Weil mit den Sicheln kriegst du jetzt gerade maximal 2 auf einmal hin, beziehungsweise wenn du dich mittig stellst, wahrscheinlich auch 3-mal. Ne, 2 immer nur. Ja. Meine Güte, das verbraucht Ausdauer, das ist unfassbar. Ja, ist das nervig. Warte, wir haben jetzt Landwirtschaft 2231. Mal gucken, wie viel wir haben, wenn wir das Feld fertig haben. Alter Schwede. Hm? Landwirtschaft ist langweilig. Nein! Ist dein... Meine Sichel ist kaputt gegangen. Oh. Hm. Ich habe mir natürlich keine andere eingepackt. So, die muss ich jetzt natürlich nochmal neu ausrüsten. Ich finde das Aussehen irgendwie besser als das Abernten. Ja. Das dauert halt. Ja, ziemlich lange sogar. Und vor allem der Ausdauerverbrauch. Das ist super krass. Das ist mit der Sichel auch ein bisschen besser. Mit der Sense. Ja. Verbraucht nicht ganz so viel. Beziehungsweise dir kommt es wahrscheinlich auch einfach nicht ganz so viel vor, weil du natürlich einen größeren Radius irgendwo abdeckst, ne? Ja. Yay, wir können Schafe. Juhu. Dann können wir ja bald auch die Häuser komplett aufwerten, ne? Ach, mit den Betten, ne? Mhm. So, jetzt können wir runter zur Scheune latschen und da das ganze Flachs dreschen. Willst du mir das geben oder willst du meins haben? Ja, schmeiß mal hin. Okay. Mache ich dann hier, weil ich weiß nicht, wie voll du bist. Aktuell nüchtern. Okay, cool. Hier hast du nochmal 300. Hat noch nicht mal die Dingsens angezeigt. Wow. Wie viel kriegst du da jetzt raus? 600 oh. Flachs halt. Dann, komm mit. Dann darfst du dich jetzt hier dran setzen. Genau. Und da einmal komplett in Leinengarn verwandeln.
121 Leinengarn und dann... ich würde noch nicht alles Leinengarn in Leinengewebe verwandeln, weil wir das Garn teilweise auch noch brauchen. Ich würde vielleicht 100 Leinengarn verwenden. Also 100 Leinengewebe oder... Ja, genau, es ist ja 1 zu 1. Ah, okay. Weil du hast ja gerade 121 Leinengarn gemacht. Today's fashion is crazy. What's next? Comfortable clothes? Yay. Wie, wir haben nichts freigeschalten. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Das hat nichts gebracht. Wir haben immer noch 3570 bei Produktion. Da hat das Kochen irgendwie mehr gebracht. Bei Landwirtschaft haben wir jetzt 2642. Da haben wir knapp 400 Punkte bekommen. Super. Sollen wir eben schauen, wo wir uns den Schafstall hinsetzen? Warte mal eben. Wie viel Korn habe ich denn? Oh, unsere Leute haben auch Quests für uns. Oha. Gib dir eine Sache. Mein Freund aus Klonika kauft immer wieder Dinge, die er dann bei mir abstellt. Oh, wow. Weil er sie hier angeblich, weil sie hier angeblich sicherer sind. So landen seine Pakete stapelweise bei mir und hin und wieder meldet er sich, um eins davon mitzunehmen, anstatt einfach alle mitzunehmen. Ein Wattenpenner. Ja. Juhu, wir dürfen Paketdienst spielen. Schafstall. Oh, guck mal, ich kann den, glaube ich, hier irgendwo hin platzieren. Das wäre doch ganz cool. Und wo? So, Moment, den muss ich ja dann wieder andersrum bauen, weil die Öffnung natürlich... Ah, okay, nee, dann vielleicht lieber hier so dran. Oder halt weiter oben, dass der, dass dieser Aufgang nicht ganz so hoch ist. Mhm. Hier oder hier an die, nach dem Knick dran? Nee, ich würde vor dem Knick und dann so gesehen, dass der Knick... So, bis hier darfst du bauen. Noch ein bisschen von dir aus nach rechts. Weiter? Wieder zurück, bis es grün ist. Ja, da. Jetzt habe ich meine Maus bewegt. Wunderbar. Den Zaun hier oben muss ich auch noch fertig machen. Das habe ich total vergessen. Genau, aber den Zaun können wir dann halt von dem Knick aus hier runterführen. Ja. Wie viel Leinsamen brauchen wir denn? Kann man die irgendwo zu verarbeiten? Kann man die nicht zu Mehl verarbeiten? Nein, es gibt kein Leinenmehl. Es gibt, ja, also glaube ich, müsstest du mal nachgucken. Ich meine, du kannst nur Hafer, Roggen und Weizen zu Mehl verarbeiten. Oh. Wir brauchen... Oder was? 95, 115 Flachs. Warte mal, wir haben noch ein Feld mit Flachs. Ja. Ja, unten. Das könnt ihr aber abernten, darauf habe ich jetzt keine Lust. Oder du erntest es ab. Oh, das hier ist ein Weizenfeld und das hier ist ein Flachsfeld, okay. Nee. Ja. Oh, die haben den Kohl geerntet. Cool. Ja. So, wir haben hier aber noch eine Quest.
Hilf mir, Stefan zu töten. Ja. Was? Der Schimmel an meiner Wand. Er hat seinen Schimmel. Er hat den Schimmel an seiner Wand Stefan getauft. Entschuldigung an alle Stefans da draußen. Weißt du Bescheid, ne? Vielleicht verströmt dieser Schimmelpilz irgendwelche giftigen Dämpfe, die dir deinen Verstand vernebeln. Es ist mir egal. Entschuldigung. Also König Stefan, der grüne Eroberer, ein Expansionist. Oh, wow. Okay. Ich habe gehört, es gibt eine Mixtur. Oh, toll. Ja, dann gehe ich besser mal los, wa? Stefan muss weg. Oh, wow. Oh, wow. Das hört sich ja gemein an. Ja, sprich mit Ratzim. Abliefern. Wir brauchen einmal Gift. Wie stellen wir denn Gift her? Muss man eben bei der Kräuterhexe oben gucken. Aber ich befürchte, dass wir dafür Tonfläschchen oder so brauchen. Und ich weiß nicht, ob wir da schon was von haben. Bestimmt. Doch, haben wir. Doch, haben wir. Ich habe welche reingelegt. Ich müsste mal bitte ganz kurz, bitte, dankeschön. Ich habe deine Frau verscheucht. Oh. Stärkungstränke, Heiltränke, andere Tränke. Gift. Holzfläschchen, Tollkirsche und einmal mit Wasser. Na, das sollten wir hinkriegen. Ja. Ich meine, Tollkirschen habe ich auch relativ viele geerntet und selbst wenn es jetzt gerade Sommer, da kann man die nämlich ernten. Okay. Holzfläschchen mache ich dann wahrscheinlich aus Brettern. Kacke, das müssen wir, glaube ich, kaufen. Könntest du vielleicht mal eben schauen? In der Werkstatt? Goodman gone. Handlaterne. Nice. Achso, ich glaube, es wäre leichter, wenn du eben in die Werkstatt gehst und da unter Herstellen schaust. Holzfläschchen. Dafür brauchen wir. Ja, 50. Ich habe nur 44. Schon gekauft. Perfekt. Dann hole ich noch eben Bretter. Und dann stelle ich mal einmal Gift her. Ich hoffe, dass er das Gift nicht aus Versehen selber trinkt, so wie der drauf war. Dann haben wir nämlich einen Dorfbewohner weniger. Oh nein, ich habe schon wieder die Esse kaputt gemacht. Was? Ah. Sollte jetzt alles am Mann haben oder der Frau, wie auch immer. Ja. So, ich habe mal ein paar Bronzebarren hergestellt. Mhm. Die schmeiße ich hier vorne direkt bei der Esse in die Truhe. Mhm. Wenn wir dann den Schuppen für... Ah, wie heißt es gleich noch? Für die Schafe fertig haben. Könnte man noch Schafe kaufen laufen. Hast du noch 250? Ich habe 200. 32. Genau 200. Okay, ich habe noch 44.
Ja. Ich will eh nach da oben laufen. Oh, warte mal. Ich hab dir die 44 bei der Kräuterhexe reingelegt. Ich hab kein Volumen, um dahin zu laufen. Was meinst du? Ich dachte, wir treffen uns. Warte, ich bin auf dem Weg. Will it take long? So. Danke. Bitte, bitte. Ich hab's übrigens genau gesehen. Du hast deine arme, schwangere Frau weggeschubst. Tja. Wie ja? Nee, tja. Was bist du denn drauf? Das macht's nicht besser. Och, das muss die aushalten. Die ist schwanger, nimm Rücksicht. Du bist ein toller Ehemann. Ey, die heißt Norbert mit Vornamen, also bitte. Ja, okay. Dranke, die kommen gerade rein. Wer schubst schwangere Frauen? Hier, mein wundervoll liebreizender Mitspieler, der Kock, schubst schwangere Frauen. Das klingt doppelt falsch. Ja. Nicht. La 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 la. Ach so, er rennt mir gar nicht hinterher. Da muss ich auch nicht weiter weglaufen. Ich gehe trotzdem vorsichtshalber ins andere Lager, damit er mich nicht haut. Man weiß ja nie. Er schubst ja auch schwangere Frauen. Mhm. Au. Diese gehässige Lache dabei. Jetzt habe ich schon wieder Abkampfmusik. Kann ich nicht so viel weglegen, als dass ich das alles tragen könnte. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Wow, war der flach. Ich danke, ich weiß. Haben wir noch landwirtschaftliches Personal? Ja, ach so, meinst du frei? Ja. Absolut nicht. Ich glaube, wir haben alles verknechtet, was wir verknechten konnten. Verdammt. Wieso? Ach so, für die Schafe, ne? Mhm. Dann braucht man nämlich auch Tierfutter. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir jemanden aus dem Feldschuppen abziehen, weil da sind ja teilweise jetzt gerade zwei drin, was ja nicht sein muss. Ja. Ist der Schafstall schon fertig gebaut? Ja, selbstverständlich. Ja, okay, entschuldige bitte. Meine Güte. Wir haben noch eine, die hat in Landwirtschaft, zwei, die hat keinen Job, dann kriegt die den. Ja, hört sich gut an. Wir brauchen die im Schafstall. Wo haben wir das denn? Im Pferch. Ja. Die richte ich dann gleich noch eben ein. Dann musst du noch Scheren. Meine Güte, was ist heute wieder los? Da musst du noch Scheren freischalten. Oh mein Gott. Weil sonst können die nicht scheren. Oh wow. Bitte. Ja. Ignorieren wir das einfach, okay? Ich bin dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Oh mein Gott. Na und meiner erst. Der schlägt schon seit Jahren die Hände über dem Kopf zusammen. Zum Glück sind wir alle Atheisten.
Glaube ich. Also rein theoretisch bin ich evangelisch. Ganz rein theoretisch. Ich auch. Praktisch glaube ich an nichts. Ich auch. Außer daran, dass wir alle irgendwann sterben werden. Ja, an das große Nichts. Okay, Lala, gute Nacht dir und hab noch einen schönen Abend. Nachti. Nee, ich lebe für immer. Dann grüß die Nachwelt bitte von mir. Er ist eine Hexe, tötet ihn! Ab mit seinem Kopf! Auf den Scheiterhaufen. Ach, schön. So, jetzt vermöbel ich noch eben die Flachs. Den Flachs, den wir noch übrig haben. Jo. Ja. Hab ich mir gedacht. Dann stelle ich noch ein paar Leinen her. Also erstmal Leinengarn und dann Leinengewebe. Auch wenn es echt nicht so viel bringt, wie ich gehofft hatte. Ja, echt enttäuschend. Praktisch geht sie mit Schwefelfackel und einem kopflosen Huhn in die Kirche zum Gottesdienst. Nun, schade, dass wir uns dann doch nicht beim Stufentreffen sehen, sofern kein Klassentreffen stattfindet dieses Jahr. Stimmt. Stimmt, das Klassentreffen wurde ja abgesagt. What the fuck? Ihr habt sowas wie Klassentreffen? Ja, 10-jähriges. Oha. Und da wir gesagt haben, dass ein Treffen reicht, machen wir dann nur ein Stufentreffen und kein Klassentreffen. Okay. Also, ich habe zero Kontakt mit irgendjemandem außer Klasse. Also so richtig Kontakt habe ich mit denen auch allen nicht. Also mit wenigen habe ich noch Kontakt und wenn dann auch nur sehr sporadisch. Weil ich bin noch in Thailand am 16.11. Ach krass. Stimmt. Ja. Also mit wem hast du denn noch so Kontakt? Also ich hab keine Ahnung. Du bist der Einzige, mit dem ich ab und zu ganz selten nochmal schreibe. Und wir haben ja wirklich sehr wenig Kontakt. Ich musste ernsthaft überlegen, wer alles in unserer Klasse war. Ich bin diese Liste durchgegangen und hab mir gedacht, Kennst du nicht jemand? Ja doch, kennen schon, aber also mir wär jetzt auch nicht aufgefallen, wenn jemand fehlen würde. Bin ich ehrlich mit dir. Alex hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. So. Sarah, Marisa, du und theoretisch habe ich die Nummer von Jacqueline gehabt. Immer, aber nie unterhalten. Lorena verfolge ich auf Instagram. Ja, Lorena verfolge ich auch immer wieder. Und ich habe mir auch eigentlich ganz fest vorgenommen, wenn sie einen Auftritt hier in Hückeswagen hat, dass ich da mal hingehe, aber... Ist sie berühmt? Also, die spielt schon auf vielen verschiedenen Bühnen. Aber berühmt ist sie nicht. Die spielt halt auch hauptsächlich so Country-Musik. Oh mein Gott. Das ist halt auch nicht für jeden was. Nein. Ja, deswegen, obwohl ich glaube, die hat auch mal in Köln einen Auftritt gehabt. Da wollte ich eigentlich auch vorbeischauen, aber das habe ich nicht geschafft. Deswegen da
Ja. Ansonsten, die Nummer von Jacqueline habe ich, glaube ich, auch noch. Und von Lukas habe ich auch. Aber halt auch nur, weil ich mit denen noch auf dem Berufskolleg zusammen war. Ansonsten... Keine Ahnung, Nummern hat man halt, aber schreiben tut man trotzdem nicht. Aber ich bin auch niemand, der da so wahnsinnig hinterher ist, muss ich ja gestehen. Ja, Zuschauer, du hast das richtig erkannt. Jacqueline. Oh, oh, sag das bloß nicht gegenüber meiner Freundin, die hasst es, wenn das so gesagt wird. Wirklich, die findet das ganz furchtbar. Ja, es ist auch so furchtbar betont. Auch als dieser Song Jacqueline, wo ist die Vaseline rauskam. Oh, und der Song lief immer bei unseren Mannschaftsfahrten. Oh mein Gott. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Die war ständig angepisst, verständlicherweise, weil, naja, also ich war auch nicht glücklich drüber, dass dann irgendwann ein Song mit meinem Namen rauskam. Ja, da habe ich wahrscheinlich Glück. Das wird niemals vorkommen. Bist du dir sicher? Ja. Aber irgendwie werden auch mehr Lieder über Frauennamen gemacht, oder? We can make it happen. Genau, sag uns deinen Namen, los. Nee. Verrat uns deinen Namen, los. Nee, du, jetzt erst recht nicht. Verrat ihn mir. Nee. Traurig. Naja, irgendwann habe ich Impressumspflicht und dann... Es gibt, ist illegal. Was? Online-Impressum ist illegal. Auch wenn dafür Werbung gemacht wird, das ist eigentlich nicht rechtens. Habe ich mich schon schlau drüber gemacht. Das, was bei Streamclips Germany als kleine Werbung letztens eingeblendet wurde? Oh. Ja, aber du kannst doch nicht als Streamer deine richtige Adresse rausgeben. Das kannst du nicht machen. Doch. Musst du in dem Fall. Dich kann jeder Hans und Franz dann besuchen. Ja. Ja gut, so. Es sei denn, es läuft hinter über Werbeagenturen oder über Agenturen. Dann steht die dahinter mit ihrem Impressum. Genau. Das kann man doch nicht machen. Ja, das musst du bei jeder Webseite, solange die nicht 100% privat ist. Ja, jetzt kommen wir zu dem Problem. Ladungsfähig bist du nach, ich glaube, diesjährigen Gerichtsstand, ich glaube aus Mai, nur wenn du dort auch anzutreffen bist. Kann man da nicht ein Postfach hinterlegen? Nee, da bist du ja auch nicht anzutreffen. Also es kann sein, dass es noch ein spezielles Online-Impressum sein muss. Da waren die sich nicht sicher. Genau, jetzt kommst. Du musst die Gerichtsbarkeit überschreiben, der Ladungsfähigkeit. Dafür muss man ein spezielles Formular ausfüllen und eine Person benennen, die für dich ladungsfähige Schreiben entgegennehmen darf. Also das ist dann so, ja. Also da muss man sich dann bei Online-Impressum zum Beispiel einlesen. Das kann sein, dass dann der 3-Euro-Dienst nicht ausreichend ist. Ab wann braucht man ein Online-Impressum? Schon direkt, wenn man ein Gewerbe hat und quasi damit Geld verdient, oder? Ja, sobald du... Nein, also nicht Online-Impressum. Nee, ein Impressum brauchst du, sobald du eine Gewinnabsicht hast. Und Gewinnabsicht erzielst du allein schon damit, wenn du wenn du einen Werbebanner hast.
Ja, ne, es reicht schon aus, dass du eine kleine Werbung auf einer Webseite hast und schon hast du eine Gewinnabsicht. Wow. So. Ja, genau, Gewinnerzielungsabsicht. So, kommt drauf an, wenn die... Was meinten weiter steigen in dem... Ist das... Ach, die Mieten weiter steigen, ist das Postfach eine Alternative? Dann wohnst du einfach in dem Postfach. Ja. Ach, da habe ich zum Glück bei meinen Mietern, Vermietern Glück. Die sind verdammt human. Ich basically auch, weil meine Vermieter meine Eltern sind. Ja. Und irgendwann gehört das Haus halt mir und meinem Bruder. Sauber. Hier, wie heißt das? Meine Vermieter sind ungefähr 300 Euro unter dem ortsüblichen Preis. Mit der warmen Miete. Junge. Ja. Aber das liegt. Das ist krass. Das liegt dran, dass wir im goldenen Dreieck von Norddeutschland leben. Das ist problematisch. Hm. Dann wohnt man offiziell in einem Hochhaus mit 300 Parteien. Ja? Bei so einem Postfach kommt das hin. Oh Mann. Aber das ist ja dann voll Kacke. Das macht doch keiner. Doch, machen ganz viele. Ich habe letztens festgestellt, dass eine YouTuberin so gesehen fußläufig eine Stunde von mir entfernt wohnt. Und die hat irgendwie 200 oder 300k Abonnenten. Warte, lass mich kurz mal was nachgucken. Guck mal, die streamt sogar gerade. Die hat gerade irgendwas ganz gruselig geklappert. What do you have there? Do you really need all these stones on you? How are you? Whatever you need, I've got it. Good luck. Okay. Muss man das als Panel unten drunter packen oder kann man das auch irgendwo verstecken? Wenn man das irgendwo verlinken kann. Ich kann dich nicht hören, falls du mit mir redest. Oh, ja, sorry. Du kannst es zum Beispiel, wenn du auf deinen Kanal gehst, kannst du ja Links einblenden lassen. Warte, also, wenn ich auf meinen Kanal gehe. Genau. Kanal. Und dann über Info kannst du ja neben deiner Beschreibung so Sachen einblenden lassen. So Instagram, YouTube und. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Wenn ich auf meinen Kanal gehe, kommt mein Stream gerade. Ja, und da gehst du dann unten einfach auf Info. Ich kann nirgendwo auf Info gehen. Da. Das steht bei mir gerade nicht. Und hier kannst du dann zum Beispiel Linktree hinterlegen. Warte, das lädt gerade, ja. Und da. Kannst du dann entweder ein Impressum einpflegen oder hier dann ein Impressum drunter packen. Ja. Oder halt hier direkt einen Impressumslink einfügen. Ja. Das ist rechtens. Ja gut, wenn man das hinter 15 Klicks versteckt, dann wird ja jeder normale Nutzer, der einem nichts Böses möchte, auch nicht zwingend sich da durchklicken wollen. Ja, aber dafür könntest du eine Anzeige bekommen. Irgendwie 2 bis 3 Klicks maximal. Ja genau, irgendwie 1 oder 2 Klicks. Das ist irgendwie so. Ja okay, dann muss es halt direkt in dem
Also ich hab ja keinen Linktree, bei mir läuft das über was anderes. Das habe ich noch gar nicht eingebunden, fällt mir gerade ein. Ja, aber genau über das andere, was du da mal gezeigt hattest, darüber sollte das dann auch ausreichend sein. Ja. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich. Also ich meine, noch brauche ich es nicht, weil ich keine. Ich hab ein Spendenpanel, aber das ist, ja. Ja, dafür müsstest du jetzt eigentlich auch schon ein Impressum einpflegen. Oh, bitte was? Ja, selbstverständlich. Das, was ich schade finde, ist, dass man nicht Panels anlegen kann und die dann einfach nur ausblendet, dass man die immer direkt löschen muss. Ja. Das ist ein bisschen nervig. Definitiv. Ja, ich meine, da wird jetzt keiner meckern, glaube ich. Also nicht bei einem Spendenpanel. Ich bin ja nicht mal mehr Affiliate und ich kann es auch nicht mehr hinzufügen. Nee, selbst wenn ich wieder Affiliate werden wollte, würde ich es nicht ohne den Support von Twitch schaffen. Und die müssten es dann halt auch erstmal genehmigen. Ja, aber wie Zuschauer gerade schreibt, Abmahnanwälte, die klicken sich durch sowas durch. Die zielen genau drauf ab und dann kriegst du eine Anzeige reingedrückt. Ehrlich? Ja, selbstverständlich. Ich nehme das Panel raus. Macht mir ruhig Angst, ist gar kein Ding. Überhaupt kein Problem, das passt schon. Das könnte auch das Finanzamt auf dich zukommen, das ist die andere Sache. So, tschüss. Gibt kein Spendenpanel mehr. Spendenpanel ist ausgegangen. Ja, das ist die Problematik in Deutschland. Und was Dracon schreibt, DSGVO, sobald du selbstständig bist, nimmt dich die DSGVO von hinten und vergnügt sich mit dir. Toll. Alter, cool. Alter. Ja, die Preise für Pferde sind wild, ne? Ja. Das dachte ich gerade auch. Ich würde sowieso grundsätzlich dann nur Fohlen kaufen, weil die halt einfach irgendwo günstiger sind. Und ich meine, die wachsen ja auch aus und dann immer ein männliches und ein weibliches, dass man da halt selber züchten kann. Du kannst die Tiere ja auch hinterher wieder verkaufen. Ja. Oh, wir haben ganz viele Probleme. Hallo. Ja. Verwaltung. Wir brauchen Dünger. Dünger. Und noch mehr Dünger. Cool. Ich glaube, unsere, ja, ich trinke gleich was. Goodbye. Ah, hier ist auch fast kein Dung drin. Das ist ungünstig. Meine Güte, was tust du? Mission, Mission, Mission. Ja, I see. So. Oh, wie ich... Also Medieval könnte mich mit dem Scheiß, was es gerade abzieht, echt so zu weit Weißglut treiben, dass ich das Spiel beenden würde. Wieso? Ja, dass es einfach hochjumpt, wenn du zu langsam bist. Was? Ist mir ja noch nie passiert. Nicht? Nö. Also wenn du mit dem Scrollrad arbeitest, statt mit Pfeiltasten. Ich arbeite nur mit dem Scrollrad. Ja, und dann springt es zwischendurch einfach nach oben. Oh, ist mir noch nie passiert. Sei froh. Zu wann ist denn unsere rote Beete fertig? Nächste Season, glaube ich, also im Herbst müsste die fertig sein. Verdammt, halte ich fest, uns fehlt Goodbye. Eine rote Beete für die Quest, dass ich die jetzt schon beenden könnte. Wir haben rote Beete. Sauber. Haben wir auch Zwiebeln? Sekunde, ich schaue schnell nach, aber eigentlich nicht. Ja, da brauchen wir 47. Alter, du willst mich doch verarschen. Rote Beete. Wir haben... Wo ist unsere rote Beete drin? Wir hatten 7. Müsste Nahrung Nein, sein. Nein, das war im Singleplayer. Tja. Ja, wir haben vielleicht auch keine rote Beete. Dann muss er in eine andere Stadt gehen und da auch noch was kaufen. Wir hatten doch noch eine Quest in Klonika. Möglich, ja. Ja.
Das sind auch noch zwei offene Quests. Oh. Zwei, die man noch annehmen kann. Für die Quest in Klonika brauchen wir... Ach so, ja, das ist der Paketdienst. Und ich glaube, ein seltsamer Junge war auch in Klonika. Nee, das war in der mit O, der Ortschaft. Ostoya oder so. Genau. Dann renne ich eben... Achso, ich habe kein Geld, sonst... Ich nehme was mit, was ich verkaufen kann, dann renne ich nach Klonika. Achso, ich wollte... Ja, dann so, ja, mach das. Nehm okay. Bronze mit. Ich glaube, in der Truhe müssten noch ordentlich Kupferbarren sein. Das heißt, du müsstest nur Zink holen. Und dann könntest du Bronze noch herstellen. Weil ich habe nämlich noch Tierfutter dabei. Ach, bei der Esse direkt ist noch ordentlich Kupfer. So, ja. Entschuldigung. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt benutze ich das. Ich meine, 30 Barren sollten ja reichen. Ja, ich bin jetzt auch bald da. Dann könnte ich dir noch Geld in die Hand schmeißen. Okay. Und wenn du willst, auch die rote Beete und die Zwiebeln. Muss ich die in Klonika abgeben? Nee, aber dann könntest du gleich... Oder nee, dann kannst du eigentlich zurücklaufen. Wie? Ich bin verwirrt. Also wieder in unser Dorf zurücklaufen, meine ich. Nachdem ich die Quests in Klonika gemacht habe. Genau. Oh, warte. Ich wollte da noch Geld reinschmeißen. Ich hab's gerade gesucht, ich wollte es mir direkt rausgeiern. Da ist immer noch kein Geld drin. Klar. Nein. Doch. Nein. Du, Honk, du musst beim Materiallager auf den Beutel gehen und nicht in deinem Inventar. Das wusste ich. Okay, ich muss rote Beete und Zwiebeln kaufen, ja? Genau, wir brauchen eine rote Beete und 17 Zwiebeln. Ja, ich schau mal, ob ich es zusammenkriege. Aber wir haben jetzt kein Rezept, was automatisch die rote Beete und Zwiebeln verarbeitet, oder? Nein, aber wir haben auch keine Zwiebeln gepflanzt. Christian Solmecke hat es bestätigt, Online-Impressum geht bei Personen nicht. Ach, shoot. Ja. Ja, ich meine... ich habe sowieso gesagt, dass ich das ganze Twitch-Ding jetzt erstmal sowieso nur freizeitmäßig mache und da auch gar nichts mit verdienen möchte. Wenn sich irgendwann in diesem Leben nochmal was ergibt, dass man mehr Zuschauer hat, dass man Leute hat, die regelmäßig reinkommen, die auch den Wunsch äußern, subben zu können und dann, ne? Dann kann ich nochmal überlegen, ob ich den ganzen Bums mache, aber das ist momentan halt einfach nicht der Fall und für mich den Aufwand, den ich dafür betreiben müsste, aktuell nicht wert. Kann ich vollkommen nachvollziehen und ich mache es eigentlich nur, damit ich eine noch höhere Bitrate bekomme, sodass ich vielleicht irgendwann in 2K streamen kann. Ja. Das Einzige, wo ich es schade finde, ist mit den Emotes, weil ich liebe meine Emotes, aber jetzt kann nur ich sie benutzen gerade. Ja, sowas zum Beispiel auch. Beziehungsweise, ihr müsstet die in meinem Chat gegebenenfalls auch verwenden können. Ich glaube, ich habe die bei irgendwas hatte ich das eingestellt. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. 7TV aber ansonsten, wahrscheinlich, ne? Ja, aber ansonsten kann halt nur ich die gerade verwenden. Ja.
sehe bei mir keine aktuell. Schade. Ja, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde. Und dass ich keine Kanalpunkte mehr habe. Ohne den Affiliate-Status. Ja. Das finde ich auch sehr schade. Aber, wie gesagt, der Aufwand lohnt sich gerade nicht. Wenn sich in Zukunft irgendwas ändern sollte, ist es nochmal eine Überlegung wert. Das finde ich gut. Oh, nee. Ich weiß, welche Quest es ist. Ja. Doch nicht. Ach, warte mal, jetzt muss ich mit jemand anderem reden. Wo ist der denn? Ach, der ist bei uns. Okay. So, wo sind denn hier Händler? Händler. Haben wir so einen Händler in Skauki überhaupt? Oh, das weiß ich gar nicht. Boah, ich befürchte nämlich fast nicht. Guck mal, dass ich dem Jäger jetzt erstmal meinen ganzen Bums hier verkaufe. Hm. Kannst du lesen, was Dracon geschrieben hat? Du wartest nicht auf den Nee, das sind 3 Sternchen bei mir. Ja, bei mir auch. Wahrscheinlich OnlyFans oder so. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir Glück haben, gibt's den Händler hier doch. Sauber. Entschuldigung, kann man Ihnen helfen? Der schwimmt ein bisschen. Nee, die grüne Twitch-Konkurrenz. Was ist der? Was ist denn die große? Ach so. Was ist? Kick. Ja, habe ich schon von gehört. Müsste man eigentlich? Kann man Dual streamen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, kannst du. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Ich meine, Twitch erlaubt ja jetzt Dual Streaming. Leider funktioniert das nicht mit, wie heißt es gleich noch, mit der Beta-Version von Twitch. Oh, dann musst du mir sagen, wie ich das einrichte, dann mache ich das nämlich, dann streame ich auf beiden Plattformen. Du kannst auch auf YouTube noch streamen, wenn du willst. Oh, stimmt. Aber YouTube finde ich irgendwie kacke. Ich weiß nicht, ich mag YouTube überhaupt nicht. Oh, das geht eigentlich. Ich habe halt nicht das Gefühl, dass YouTube irgendwas bringt. No worries. I'll wait. Ja. Ja, vielleicht. Und TikTok, da sind die coolen Kids. Ja, bei TikTok braucht man aber leider Gottes 1000 Follower, damit man da streamen kann. Oh. Ansonsten funktioniert das bei TikTok nämlich leider nicht. Hey, ich kann bei TikTok streamen. Hier ist keiner, der das verkauft. Oh. Habe ich hier? Ich habe hier eine Quest übersehen. Hier muss noch irgendwo ein Mensch rumlaufen, der eine hat. Ja, aber Kick könnte ich echt mal ausprobieren, da auch gleichzeitig noch drauf zu streamen. Ich weiß nicht, Kick ist so für mich so ein bisschen ein rotes Tuch. Wieso? Wegen dem harten Online-Casino. Okay, ich habe gerade eben zum zweiten Mal was von Kick gehört, ich habe da gar keine Ahnung von. Kick wird, ist ein Subunternehmen von Stake. Und Stake ist halt eins der größten Online-Casinos der Welt. Hm.
Deswegen würde ich alle Anfragen annehmen, würde ich auf 26 Follower auf TikTok kommen. Ich bin gerade bei 71, also auch noch ganz, ganz weit von den 1000 entfernt, aber ich mache bei TikTok halt auch eigentlich nichts. Ja, ja, du schon. Du machst aber auch auf YouTube, du lädst ja auch deine ganzen Streams auf YouTube noch hoch. Ja. Oh, da habe ich jetzt keinen Content Strike bekommen, sondern eine Urheberrechtsverletzung von drei Sekunden aus dem Stream vom Dienstag, weil sich da irgendwas anhört wie Happy Celebrations oder sowas. Hä? Ja, für 3 Sekunden. Bitte was? Ja, ich da mache ich mir keinen Aufwand, ich habe es einfach also eigentlich sollte es jetzt rausgeschnitten sein, aber das ist so dämlich. Easy 1000 Follower kaufen, eine Runde NPC-Trend machen und schon hat man original 1000 Follower und hat da Livestream. Ja. Ja. Nein. Nee. Oh ja, warte, das wollte ich noch zeigen. Es gibt jetzt eine neue Funktion, da kannst du dein beliebtestes Video sehen. Ich habe ein Video, wo ich das erste Mal in, ich glaube, Manor Lords reingucke. Oder einen Zusammenschnitt aus dem ersten Stream. Mit 263.000 Views. Oh, bitte was? Und 6.600 Likes. Und oha. Es haben sich 1.700 Leute einfach gesaved. Oh, was? Was ist denn da los? Ich habe keine Ahnung, das ist wirklich so ein Kack-Video, wo ich nur sage, hey, ich habe so mein Dorf gebaut, das sieht sehr hübsch aus, dankeschön. Oh, wow. Oh, jetzt muss ich wirklich wieder nach Klonika rennen. Wo gibt's denn Schafe? Wofür brauchst du denn Schafe? Hä, hast du schon Schafe gekauft? Ja, selbstverständlich. Oh ja, entschuldige bitte. Wir haben 4 Stück. Sorry, du Model. Danke. I can't recall the taste of food. Oh, wow. Was? Nichts. So, wo kriege ich denn jetzt noch, wo ist denn noch so ein Händler, wo ich das kaufen kann? Ich habe doch dir hier so eine wunderschöne Grafik geschickt. Wo habe ich dir die geschickt? Warte, per Privatnachricht. Ich kann es dir, Händler und Tiere, unten in Skauki. Oh, Skauki ist so weit weg. Oh, dann reise ich vom Piastovia nach Skauki. Ja, wenn du willst, kannst du ein wenig Krams mitnehmen. Ach ja, ich kann ja wieder Sachen verkaufen. Für Quests. Ach so. Einmal Seele verkauft. Ja, ich hab tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den Clip irgendwie gesehen hast. Da ich mir mittlerweile zu 99% sicher bin, dass ich das niemals erreichen werde. Ich habe gesagt, dass ich bei 1000 Followern auf Twitch einen Horrorstream in VR mache, und zwar Phasmophobia. Und ich, ich bin da so ein bisschen schissig und deswegen bin ich ganz froh, dass ich mir zu, wie gesagt, 99% sicher bin, dass ich dieses Ziel in diesem Leben nicht mehr erreichen werde. Zumal ich auch noch relativ weit davon weg bin. Nein, ich bin mir wirklich sicher, dass ich das nicht erreiche. Ja, den Clip habe ich gesehen. Ja. Ja. Naja. Aber wie gesagt, wird nicht passieren. Bin zuversichtlich. Also muss ich auch über diesen Horrorstream überhaupt nicht nachdenken. Gleich kommt da so ein Followbot mit 1000 rein. Ja, die würde ich dann aber sofort wieder wegbannen, weil die sind, das ist ja auch nicht, das nützt ja auch nichts. Ja. Wo hast du die rote Beete und so hingetan? Moment, die rote Beete habe ich in Nahrung gepackt. Das ist nicht gut. Oh. Da kann es nämlich passieren, dass sie sich rausziehen. Hast recht. Wie viele rote Beete brauchen wir? 44. Okay. Und 37 Zwiebeln. Ja, 33 haben wir. Da
Hab dich hin und wieder an TikTok drin. Ah, perfekt. Sollen wir eben noch schlafen gehen, bevor ich losrenne? Ja, warte mal, komm mal zu mir eben gelaufen. Hier im Haus ist eine Truhe mit Lagerbestand. Das brauchst du alles für Quests in Pistovia. Mhm. Weil ich mach dann morgen früh die andere Kackquest. Jage Hasen. Hm. Und zwar heißt die Quest Rabiata Ramla. Ach ja, stimmt. Hab ich gehört. Hm. Oder gelesen. Ja. So ist auf jeden Fall der Stand. Ich meine, ich bin jetzt bei 571. Das ist noch fast das Doppelte. Also von daher bin ich da guter Dinge, dass das einfach niemals passieren wird. Tja, und dann siehst du dich morgen bei Twitch Clips Germany. Das wird nicht passieren, weil Twitch Clips Germany ist gestern rausgekommen. Und da ist es nicht drin. Ich habe die Namen gelesen, die unten verlinkt wurden. Ah. I'm starving. Ja. Also nächste Woche Dienstag. Ich glaube auch nicht. Tatsächlich reicht es, auf Freunde zu gehen und einmal hochzuwischen, um den Clip zu finden. Ja, so viele Freunde habe ich auf TikTok nicht. Muss ich auch sagen, ich habe 8. Ja, nee, 8 folge ich. Ja, Wölfe. Shoot. I can't recall the taste of food. Nee, also Zuschauer, morgen gucken wir uns Twitch-Clips an. Und ich habe noch ein paar andere lustige Videos im Kopf, die, glaube ich, auch ganz gut dazu passen werden. Zwar nicht zu Twitch-Clips, aber zu dem, was wir vorhaben. Kennst du den YouTuber Let's Game It Out? Nein. Geil! Geil, geil, geil! Das freut mich sehr. Ja, das wird morgen sehr lustig werden, glaube ich. Hast du dieses fancy Genehmigungsvideo hochgeladen bei Twitch Clip? Was für ein fancy Genehmigungsvideo? Nee, das brauchst du nicht mehr. Sobald du dich da anmeldest als Streamer und selbst was hochgeladen hast, brauchst du das, glaube ich, nicht. Ach so. Naja, also es funktioniert auf jeden Fall mit den Clips, weil die wurden schon bewertet. Aber ich glaube, damit die drankommen, brauche ich eine Bewertung von 2,5 oder besser. Und nein. Sofern nicht irgendwer, den ich kenne, diesen Clip sieht und da einfach 5 Sterne reinhaut, auch wenn es der letzte Müll ist, dann wird es auch nicht passieren, dass ich in Twitch Clips Germany drankomme. Ja. Aber das Video ist so lustig. Welches? Ich stehe nur auf reife Männer. Ja. Aber selbst wenn, da sieht man ja nur dich, dann kommen die alle zu dir und nicht zu mir. Ha. Also von daher passt das dann auch wieder. Verdammt, das habe ich nicht richtig durchdacht. Du hast mir zu wenig Stöcke dahin gepackt. Wie? Ach nee, 40. 31 brauche ich. Ich vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade sagen. Wo muss ich die denn abliefern? Die ist ja gar nicht hier. Die sind Kloniker. Bitte was? Die muss ich den Kloniker abgeben. Wow, darauf habe ich nicht geachtet, sorry. Ich kann hier eine Quest abgeben. Naja, immerhin. Wow, aber dann könntest du gleich den reisenden Händler machen. Und nach Skauki reisen. Ja.
Also, geht alle schön aufs Twitch Clips Germany, bewertet und hofft, dass mein Clip reinkommt und gebt dem bitte 5 Sterne. Ihr müsst auch nur jeden Tag bewerten. Und auch nur jeden Tag 20 Clips, beziehungsweise beim ersten Mal 95. Ja, genau so, wie Manni gerade gesagt hat. Ich glaube, das lade ich jetzt einfach bei Twitch Clips hoch, Stream Clips. Oh nein. Das ist schon hart Clickbait. Das ist sehr hart Clickbait. Clickbait sein Urgroßvater. Oh ja. So, heißt, ich werde jetzt erstmal nach Skauki reisen. Ja. Und da ich überladen bin, kostet es nochmal extra. Tja. Oh, mir fällt da gerade was ein. Aber ich... Oh. Man muss sich ja immer zusammenreißen in gewissen Situationen, ne? Wieso ist die Bezeichnung noch auf... Nee, Nummer 1 auswählen. Ja. Dieses hölzerne Behältnis sieht genau wie jedes andere aus, das du je gesehen hast. Trotzdem ertappst du dich dabei, wie du einen inneren Monolog führst, anstatt es einfach nur gedankenlos zu leeren. Du gräbst, du düngst, du pflügst, du säst, du wässerst, du erntest und dann beginnst du von vorne. Genauso wie du aufwachst, hart arbeitest und wieder schlafen gehst. Ein neuer Tag, eine neue Verantwortung. Bis du eines Tages nicht mehr aufwachst. Gott, wie traurig. Aber deine Nachkommen werden es und beginnen den Kreislauf von neuem. Das Leben ist eine endlose Reise. Egal wie schnell du läufst, du wirst die Ziellinie nie rechtzeitig erreichen. Das ist verdammt düster. Ja. Kämpfe gegen den Drang an, in eine weitere Falle zu tappen, die dir dein eigener Verstand gestellt hat, und konzentriere dich auf die Truhe. Versuch, den Deckel zu öffnen. Ja, öffne ihn. Das enttäuschende Ergebnis ist, dass du feststellen musst, die Truhe ist leer. Entferne dich von diesem seltsamen Einrichtungsgegenstand, bevor du dich für immer in deinen Gedanken verlierst. Was war das denn jetzt? Du hast schon wieder, dass dein Bildschirm so komisch geteilt ist. Oh. Das kommt bestimmt, weil ich jetzt ein oh. Cool. Das ist wieder rückgängig geworden, wo ich das Bild rausgenommen habe. Cool. Komisch. Ey, der eine hat meinen Ehemann als Lucky Bastard bezeichnet. kurze Frage, wo genau hast du gesehen, dass ich in Skauki so einen Händler mit einem Weizendingen hab? Ach, mit einem Weizending? Ich hab das beim Essenstypen gekauft. Ach so, ja, okay, dann guck ich beim Essenstypen. Das ist ein Oger in meinem Abtritt. Nicht zu verwechseln mit dem Oger in deinem Schritt. Wow. Wo kommt das denn jetzt her? Schön. Ah, das wäre auch wieder so ein Ding für Stream Clips Germany. Ja, ich weiß nicht. Man hat dich dann nur gerade in der Kamera wackeln sehen. So, ich habe die rote Beete und die Zwiebeln gekauft. Sauber.
heißt, ich werde jetzt... Und ich finde keine Hasen, ey. Ich drehe hier noch durch. Das muss ich auch in Klonika abgeben. Ah. Ach nee, Moment, das war der falsche. Das wird in Piestov... Nee, das ist in Ostoya. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich mache eine halbe Weltreise und gebe alles Geld, was wir verdienen, wieder für die Eselfahrten aus. Tja. Ich guck mal, ob ich nicht eine Quest noch in Piestovia habe. Ja, dann reise ich von hier nach Piestovia, nach Ostoya, nach Klonika. Ja, du könntest auch noch ein paar Hasen jagen. Nee, ich reise mit dem Pferd, ich kann nichts jagen. Bin ich nicht zu befähigt. Nicht befähigt oder nicht fähig? Befähigt. Okay. Nicht befähigt. Yay. Da, 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 da. Rote Beete. Überprüfe den Abtritt. Wo muss ich das denn machen? Oh, nee, ich habe vergessen, das in Skauki zu machen. Honk. Ja, dann ist das ganze Geld, was wir jetzt verdienen, gleich tatsächlich wieder weg, weil ich einfach nur durch die Gegend reise. Erstmal nach Ostoya. Ja. Naja, aber wir haben noch ungefähr, ich glaube, 100 Bronzebarren, die wir verarbeiten könnten. Sollten wir hinkriegen. Ja. So. Kann man Hasen echt nicht mit der Axt hauen? Ich glaube schon, nur du triffst sie halt nicht, weil die schneller weg sind. Ist jetzt nicht dein Ernst. Was denn? Mir fehlen 5 Zwiebeln. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht mein Ernst. Dafür habe ich jetzt gerade Geld ausgegeben. Ist hier nicht vielleicht irgendjemanden, der das verkaufen könnte? Nee, die hat nur Wolle. Ja, es wird... Oh. Ja, ich habe nicht genug Zwiebeln im Übrigen. Kann es sein, dass die Zwiebeln, die ich hatte, abgelaufen sind? Ja, das kann gut sein. Nicht. Nee? Nee. Wir haben einfach nur 5 Zwiebeln zu wenig. Was etwas traurig ist, wenn ich das mal so formulieren darf, ganz plump. Na das gut, arme dann werde Geld. Ich jetzt. Dann werde ich jetzt nach. Klonika reisen. Was? Wenn das nicht ihr Ernst ist, wessen Ernst ist es, das arme Kind? Oh mein Gott. Aber ich habe keinen Ernst, ich habe nur einen Hans. Ernsthaft? Nein, Hanshaft. Oh Gott. Hans ist in Haft, okay, deswegen hört man nichts von ihm. Genau. Zuschauer, du hast vollkommen recht. Da bin ich voll bei dir. Also, mit einer Axt auf Kaninchen einschlagen macht mehr Spaß als mit Pfeil und Bogen. Okay, da entwickeln sich komische, wie soll ich sagen, ja,
Das macht dir ein bisschen zu viel Spaß. Was denn? Nichts, nichts. Jeder hat mal als Axtmörder klein angefangen. Doch, das funktioniert sehr effektiv. Ich mach mal eben Licht an. Sonst werde ich auch noch geaxtmördert. Okay. Ich glaube, die Therapeuten werden das nicht verstehen. Vielleicht sollte ich sie mal bei dir vorbeischicken mit der Hab-mich-lieb-Jacke. Ah, können sie gern versuchen. Ich kenne den Chef der Psychiatrie. Und du meinst, das macht einen Unterschied, ja? Klar. Lustige Story, ein Arbeitskollege von mir wurde mal für 20 Minuten in der Psychiatrie gefangen gehalten. Warum? Der hat sein Namensschild vergessen. Und die hatten da einen Bewohner, sage ich jetzt mal. Der hat immer getan, als ob er Mitarbeiter wäre. Oh shit. Ja. Und dann haben sie ihn nicht rausgelassen. Und, oh, wir, no. Und wir hatten Mittagspause, also ist auch keiner ans Telefon gegangen. Oh no. Und dann war so, er wie da. Kann ich jetzt machen, dass ich dem, wo ist er hin? Willst du mich verarschen? Ach, jetzt rennt er los, ja? Schön. Schön am rumteleporteieren. Ja. Naja, okay, gut, das ist natürlich ungünstig. Ja, war sehr lustig, der Anruf dann später. Wo muss ich denn die Quest abgeben? Bei mir werden keine... Ach, ich weiß warum. Okay. Ah. Zwei Minuten aus dem Stream und er lässt dich da nicht wieder raus. Hä? Mhm. Ja. Du bist gerade in Piastovia, oder? Ski. Kannst du bei der Taverne mal schauen, ob die Jägerwein haben? Und wenn ja, dann 12 Stück davon. Du hast kein Geld mit, oder? Nein. Miese Zeiten. Vielleicht kriege ich ja ein bisschen Geld. How are you? Oh, wir haben eine neue Hauptquest. Bleib wachsam, such nach Möglichkeiten. Oh. Wow. Ja, das sagt uns aber nichts. Und ich glaube, danach geht es auch nicht weiter. Egal, was man macht, man kommt aus dieser Quest nicht mehr raus. Oh Gott. Also, ich meine, was wir jetzt probieren können, ist natürlich die ganzen Story-Quests durchzuballern. Mhm. Genau, ich muss Jägerwein kaufen, was? Ja, genau. Da wollte ich gerade fragen, was sollte ich gucken? Jägerwein. Kurze Frage. Du hattest noch eine Quest mit Rote Beete angenommen, ne? Ja. Wir haben eine, wo wir 70 Rote Beete abliefern müssen. Ja. Aber das ist eine, die saisonübergreifend ist. Genau, und deswegen haben wir da noch nichts gemacht. Genau. Ja, dafür brauchen wir Tonfläschchen, Wolle und Leinengewebe. Jeha, ich habe inspirierende Rede. Ach stimmt, ich kann auch. Ich habe Diplomatie auch ein neues Level. Inspirierende Rede mache ich auch noch einmal. Und dann, was ist denn das? Der Vertragspartner. Dadurch kriegt man 10% bessere Ein- und Verkaufspreise. Habe ich auch gemacht. Have a good day. Ja, richtig gut. How can I help you? Goodbye. So. Enjoy this summer.
Ja, dann werde ich erst nach Piastovia kommen, um den Jägerwein zu kaufen. Dann werde ich nach Skauki reisen, um das, die Ogre-Quest zu machen. Und dann werde ich wieder nach Klonika reisen. Oh, der hier hat 6 Zwiebeln. Oh, kaufen. Ich versuch's. Achso, wer hat 6 Zwiebeln? In Piastovia? Ha, ich konnte sie kaufen. Ich würde eben nach Piastovia dann kommen. Ja. Weil ich da sowieso hin muss wegen dem Jägerwein. Ja, ich bin gerade bei dem Typen hier. Der hat kein Jägerwein. Nein? Nee. Oh, traurig. Kann das sein, dass das ein Lebensmittel ist? Auch nicht, ne? Nee, wenn, dann müsste der die Taverne das eigentlich haben. Vielleicht der Trankbrauer? Kräuterhexe. Bitte was? Nee. Gesundheit. Ich dachte, vielleicht wäre das sowas wie ein Trank, der nur Wein heißt. Oh no. Was? Lies dir mal bitte den letzten Satz durch. Beziehungsweise ich lese ihn vor. Angeblich liegen hier Dutzende von Weinflaschen herum. Oh oh. Take care. Ja, ich bin umsonst gereist. Ich hätte in Klonika an dem Ort einfach nach diesen 12 Weinflaschen suchen müssen. Man merkt gar nicht, dass du arbeiten gehst. Da, oh. So, soll ich da mal nach Klonika laufen? Ja, das wäre gut, wenn du nach Klonika gehst und da dann die Quest mit den Weinflaschen machst. Kriegen wir hin. Wunderbar. Ach ja, ich habe hier die Quest ab. Ich habe ganz wichtige Neuigkeiten. Die muss ich erstmal allen mitteilen. Warte. Heute ist was aus Schnee. Heute? Ja, doch, heute ist was aus China gekommen. In meinem Schlafzimmer sind es aktuell 24,9 Grad. Mhm. Ja. Meine neuen Temperatursensoren sind angekommen. Ah, okay. Mhm. Warte, wo reist du jetzt hin? Klonika? Du wolltest nach Skauki und dir den Abtritt angucken. Ja, stimmt. Ich war gerade kurz schon wieder verwirrt, wo das mit dem Abtritt war. Ich dachte, das wäre auch ein Klonika. Meine Güte. Ich glaube, ich bin verwirrt. Vielleicht ein bisschen. So, ich muss nach Skauki. Skauki. Es ist schon spät, okay? Ja. Musst du trainieren. Ja, ich weiß. Ich muss mich jetzt erst wieder dran gewöhnen, Vollzeit zu arbeiten. Dasselbe Problem hat aber eine Freundin von mir auch, die ist jetzt auch mit dem Studium fertig geworden. Und arbeitet nicht, okay, die arbeitet 30 Stunden die Woche, aber trotzdem. Ich brauche ein Gegengift. Warte, haben die hier nicht eine Kräuterhexe? Ja. Haben die in Skauki eine? Ich glaube ja. Ach, wieso? Ah, gut. Ich schaue lieber nach, bevor ich Glauben vertraue. Ja, eine weitere wichtige Information für den Stream. Nein, haben sie nicht. Meine Flurkamera hat auf Nachtsicht umgeschaltet. Cool. Ja. Das sind wichtige Informationen, die jeden betreffen.
Jetzt weiß jeder, dass du eine Kamera am Flur hast und könnte sich rein theoretisch bei dir reinhacken, um dich zu beobachten. Die ist nicht im Internet. Oh, okay. Tja. Und bei mir ist nichts im Internet. Ich glaube, Dracon wird langsam verstört. Er ist Schlimmeres gewohnt, glaube ich. Okay. Das einzig Nervige an der Kamera ist eigentlich nur, dass die auch Benachrichtigungen gibt, wenn jemand vor der Tür vorbeiläuft, weil die auf den Schatten reagiert. Ja. Ja. Und da ich hier auf dem Parkplatz wohne, passiert das öfters. So, wo ist die Kräuterhexe? Aber ich kann dazu noch eine lustige Story erzählen. Hier im Wohnzimmer habe ich auch eine Kamera, die die Fensterfront überwacht. Und als ein Kollege da war zum VR-Spielen, habe ich die anders ausgerichtet und uns zum Teil mit aufgenommen. Alter, sieht das scheiße aus, wenn du mit der VR-Kamera in so einem Raum rumhampelst, du aber den Fernseher dazu nicht siehst und dann so einfach so halb auf dem Boden rumkraust, weil du gerade was aufheben willst. Ey, du kannst dich da beömmeln vor Lachen. Ist das nicht kalt im Winter? Hat es für viel weniger... Ich bin verwirrt. doch, hat es. Es sind sogar ein paar Wände mehr. Aber hier ist halt direkt der Parkplatz vom Verwaltungsgebäude der Stadt. Und ja. Ganz nervig ist das. Wo meinst du parken alle Leute, die samstags auf den Markt gehen wollen? Weiß ich nicht, bei dir? Genau, du hast es richtig erfasst, bei mir vom Fenster, vom Schlafzimmer. Alter. Cool. Ja, also vor meiner Haustür ist Parkplatz, hinter meinem Wohnzimmer sind Parkplätze, rechts von mir sind Parkplätze, nur links von mir sind andere Wohnungen. Nix, du musst nicht trinken, du hast keinen Durst. Aufstehen. Ach, jetzt weiß ich, was ich im Klonika wollte. Da, 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 da. Ich wohne auf dem Parkplatz vor deinem Fenster. Oh, jetzt würde ich mir Gedanken machen. Ach, ich habe da keine Probleme mit. Das einzige Problem, was ich... Oh ja. Das sind zwischenzeitlich echt... Solche Typen sind dabei. Aber das Lustige ist, da mache ich die Haustür auf und dann sind die direkt auf der Kamera drauf und dann kann ich die anzeigen. Nein. Was aber ziemlich bescheuert ist, ist, dass ehemalige Arbeitskollegen von mir, die arbeiten jetzt da in der Verwaltung. Und zwischendurch kriege ich dann so eine Nachricht. Hast du schon wieder bei Amazon bestellt? Hier läuft ein verwirrter Amazon-Fahrer rum, der weiß nicht, wo er hin soll. Soll ich dein Paket annehmen? Oh, wow. Hat auch Vorteile. Ja. Und dann kam einmal die Nachricht. Ey, da ist jemand in deine Wohnung eingebrochen. Da laufen gerade die ganze Zeit Typen ein und aus. Was? Ich hatte Handwerker da. Ich war selbst zu Hause. Ach so, okay. Er hat aber nur die Techniker gesehen. Also, ja. Du wurdest gefragt, welches Kamerasystem du verwendest. Ich nutze die Synology mit einem VPN. Weil die ist natürlich auch nicht im Internet. Nur wenn ich sage, die soll mal Updates bekommen, dann ja. Taube!
Shoot. Mir fehlen noch 3 Jägerwein. Du weißt, dass wenn du Alt drückst, dir die Namen angezeigt werden, wenn sie in der Nähe sind? Was? Habe ich nicht rein zufällig gerade im selben Moment gedrückt? Geh zum Außenposten der Holzfäller. Ah. Das ist ein bisschen dunkel. Hast du die Möglichkeit, schlafen zu gehen? Ja, ich bin gleich zu Hause. Okay, dann laufe ich jetzt mal eben durch die Walachei. So. Mein Typ schläft bestimmt auch schon. Ich liege. Okay, ich brauche noch einen Moment. Dann müssen wir mal gucken. Jetzt fehlt ja im Prinzip nur noch Produktion und Landwirtschaft. Wobei wir bei Landwirtschaft deutlich weniger brauchen als bei Produktion noch. Damit wir alle Gebäude freischalten. Bei Landwirtschaft. Okay, nein, wir brauchen bei Landwirtschaft tatsächlich sogar noch mehr als bei Produktion. Okay, Zuschauer. Bei Landwirtschaft. Den einzigen Rum, den ich habe, das ist Captain Morgan 73. Aber ich wünsche dir trotzdem einen schönen Abend und danke, danke und gute Nacht und schlaf gut und dann bis morgen. Boi, boi. Will ich wissen, was Holzfällerkäse ist? Ich weiß nicht, riech doch mal an seinen Füßen. Vielleicht steht er drauf. Woran ich gerade dachte, war, du nimmst eine Raspel, deine Füße und dann formst du das zum Ballen. Ja. Nee, machen wir nicht, okay? Machen wir nicht. Oh, apropos stinken. Bei uns erlebt man ja die lustigsten Sachen. Also, mein Arbeitgeber, den gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Und dementsprechend alt sind auch zum Teil die Personalakten. Also, ja. Und wie in jedem guten städtischen Verwaltungsapparat oder ländlichen Verwaltungsapparat hat man, ich glaube, bis in die Nullerjahre noch in den Bürokomplexen geraucht. Alles schön und gut, ne? Die fangen jetzt gerade an, die ganzen Akten zu digitalisieren. Und weil die Scanner warm werden, riechen die Büros aktuell, als ob die da drin rauchen würden. Oh, shoot. Das ist so übel. Oh, shoot. Oh mein Gott, ich bin besoffen. Ich seh's. Es gibt ein Achievement. Hab ich irgendwas Alkoholtechnisches dort? Nein. So, 10 Leute haben Probleme. Mal wieder. So, der Brunnen ist mir relativ egal. Die Mine hat kein Werkzeug mehr. Ich krieg Kotzen. Ich krieg hier die Pimpernellen. Ja. So. Ich habe dir eben noch neue Sachen gegeben. Die sollen mal ein bisschen sorgsamer mit den Sachen umgehen, die sie geschenkt bekommen. Also ehrlich jetzt. Yep. So. Er ist gut nach Hause gekommen. Ja.
Oh, warte bis zum nächsten Morgen, ich kotz ins Grab. Bitte mach das nicht. Ach, doch, tu ich gleich, mir wird wirklich schlecht. Bei 32 Zoll Curve Monitor ist dieser betrunkene Status echt nicht gut. So, jetzt haben nur noch 8 Leute Probleme. Ist doch schon mal ein Traum. Den Brunnen, den ignoriere ich jetzt einfach. Die Jagdhütte hat kein Werkzeug mehr. Heißt, ich muss noch ein Messer machen. Bei mir sind es nur 4. Wohl. Mhm, finde ich auch. Die mögen mich einfach nicht. Also, ich will nochmal anmerken, ich bin ja der perfekte Ehemann. Ich bin mehrere Tage nicht zu Hause und komm besoffen nach Hause. Willkommen bei RTL 2 Nachmittagsprogramm. Mhm. Genau. Ja. Oh, das erinnert mich an ganz schlimme Zeiten aus meiner Jugend. Also, da war ich arbeitslos. Und da habe ich sehr viel RTL 2 geguckt. Das war nicht feierlich. Mhm. Oder ist das dein Samstagsprogramm? Nein. Dann die Bronzemesser kurz hier reinschmeißen, damit der Jäger auch wieder arbeiten kann. Jetzt hat der Feldschuppen irgendein Problem. Ja, ich habe auch Probleme. Und der Stall hat auch Probleme, er wurde nicht gebaut. Ja, ich weiß doch. Und die Fälche hat auch Probleme. Wollen wir auch Milch? Die will... Oh ja, einmal mit Milch. Mach einfach. Ja. Ja. Hast du Ich auch, bin ich nur ein Teil des Clubs auf jeden Fall. Wir machen einen Club der Probleme. Was denn? Hast du eine Schere gekauft? Nee, noch nicht, mache ich jetzt. Nice. Dann fange ich mal an, Bretter zu klauen und stell mal Eimer her. Für eine Schere brauche ich einen Bronzebarren. Na, das sollten wir wohl gerade noch hinkriegen. Dann mache ich mal 10 Scheren. Better safe than sorry. Meine Güte! Mach Platz! Wer ist sorry? Was? Weil du better safe not sorry gesagt hattest. Ach so. Nee, better safe than sorry. Ah, ja, oder so. Wegen den Scheren, weil wir dann erstmal genug haben. Ja. Die könntest du mir geben, dann würde ich nämlich eben nach oben laufen. Du läufst schon hoch. Die nehmen sich die auch raus. Oh Gott, ich habe 20 Scheren gemacht. Obala. Ja, ich wollte die Eimer bei denen direkt reinschmeißen, weil sonst wird das vom Brunnen weggesnabuliert. Ja, bei dem macht das auf jeden Fall Sinn, aber die Scheren, die können ja ruhig da liegen bleiben. Okay. Also es sei denn, du möchtest sie jetzt gerne mitnehmen, dann kannst du das natürlich tun. Nö. Ich will dich da gar nicht von abhalten. Nö, du, also. Hm? Jo. Jo. Ja, ich habe 2 Ryzen-Boxen im Hintergrund. Glaube ich. Ja, die dritte fliegt irgendwo anders rum. ein für den Haupt-PC und ein für den Streaming-PC.
Ich habe einen 5700X3D und einen 2600TFX, irgendwie so X, glaube ich. Redet ihr von Boxen? Von Prozessoren. Ach so. Slowly developing. Ich habe irgendeinen AMD Ryzen, schieß mich tot. Ja. Weiß es schon wieder nicht mehr, steht in der Beschreibung unten drunter. Habe ja jetzt erst einen neuen PC gekriegt. Wahrscheinlich der 7600 XT. Ja, bei mir ist, wenn die 5000er Serie rauskommt, dann wird die gekauft. Wahrscheinlich. Ich habe einen Ryzen 7 7800X3D. Der ist nice. Und nach 12 Jahren. Also nur den PC aufgefrischt oder einfach ausgetauscht? Und wir haben noch zwei Häuser fertig verputzt. Uhu. Ah. Ja, also wenn das Gehäuse noch in Ordnung ist, würde ich das genauso machen. Und bei Netzteilen hast du ja meistens eher das geringste Problem. I am Batman. Oh. I am Groot. Was? Naja, du hast es nicht gesehen, weswegen ich Batman bin. Ah, okay. Immer diese Leute, die auf Dächern stehen müssen. Kommen sie da runter? Das ist gefährlich. Was? Flachkörper. Nein, du bist nicht Batman. Oh. Mir ist nichts passiert. Oh. Ich hab an Kaninchen geübt. Ich krieg dich. Oh, verdammt. Ah, Hilfe! Nein, meine Ausdauer ist weg. Ach, verdammt. Sie ist nicht ins Haus gelaufen. Kacke. Muss auf den Boden gucken, damit er mich nicht findet. Oh, den würde ich auch gerne kaufen, aber leider lohnt sich das bei mir noch nicht. Das kommt irgendwann, vielleicht nächstes Jahr oder so. Ganz, ganz vielleicht. Vielleicht dann auch direkt die neueste Generation von AMD. Nein, steh auf, du dummes Kind, steh auf! Oh, verdammt. Ohne Scheiß, ich glaube, wenn du mich jetzt haust, sterbe ich nämlich. Same hier. Ich höre nur, wie ein Pfeil an mir vorbeisegelt.
Ich habe noch 19 Stück. Aber du weißt schon, dass auf dem Kompass... auf dem Kompost? ja, deine Position angezeigt. Ja, auf dem Kompost sieht man das auch. Schwimmst du? Ja. Nein, du dummes Kind! Lass mich in Ruhe! Edge, Bitch. Nö. 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 Oh, shoot. Der ging ganz knapp an meinem Arsch vorbei. Verdammt. Naja. Lauf! Ja, genau. Lauf mal schön weg. So, aber damit werde ich mich jetzt auf jeden Fall verabschieden. weil ich muss demnächst ins Bett. Und ja, deswegen raiden wir jetzt noch rüber. Und sonst wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Bin ich mute? Nein, ich bin nicht. Ne, ich bin nicht mute. Ich bin bei Money mute. Aber genau, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht und dann bis morgen. Cheerio und auf Wiedersehen. Ciao. Verdammt. Also, auf Wiedersehen. Ciao.